30. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadtratsmitglieder, Beigeordnete und Ortsteilbürgermeister, hiermit erkläre ich die heutige Sitzung des Stadtrates für eröffnet und begrüße Sie, die Vertreter der Presse und die anwesenden Gäste, recht herzlich hier im Rathaussaal. Wie immer üblich bitte ich Sie zunächst um Zustimmung, dass Herr Hans-Joachim Stark fernsehtechnische Aufnahmen machen und im Thüringer Medienbildungszentrum senden sowie im Internet zur Verfügung stellen darf, der MDR fernsehtechnische Aufnahmen machen darf und die Schallaufzeichnung zwecks Protokollierung erfolgen kann. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, ich erkenne Mehrheit. Ich darf feststellen, dass Ihnen die Einladung zu dieser Sitzung rechtzeitig und ordnungsgemäß zugegangen ist. Anwesend sind 31 Stadtratsmitglieder. Damit sind wir beschlussfähig. Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt Frau Berthold, Fraktion Die Linke, Frau Metzner, Fraktion Die Linke, Herr Schubert, Fraktion Die Linke, Herr Raubold, Fraktion Die Linke, Herr Meißner, Fraktion Liberale Allianz, Herr Bornkessel, Fraktion Bürgerschaft Gera, Herr Dr. Frank, Fraktion Bürgerschaft Gera, Herr Nicola, Fraktion Bürgerschaft Gera, Herr Kinder, CDU-Fraktion, Frau Wegner, Bündnis 90 Die Grünen und Herr Richter, NPD. Wir sind, wie gesagt, beschlussfähig. Ich frage, hat sich jedes Stadtratsmitglied in die Anwesenheitsliste eingetragen und ist im Besitz der Stimmkarte? Wenn das nicht der Fall sein sollte, bitte ich wie immer, das nachzuholen. Meine Damen und Herren, die Unterlagen erhielten Sie mit Ausreichungsschreiben vom 25. Juli 2018 sowie mit Einladungsschreiben vom 8. August 2018. Mit E-Mail vom 10. August 2018 erhielten Sie das Austauschdeckblatt zur Beschlussvorlage 118 aus 2017, erste Ergänzung, Umgang mit Stadtbild oder stadtteilprägenden Gebäuden zur Kenntnisnahme, relevant für den Tagesordnungspunkt 8 der heutigen Sitzung. Durch die Verwaltung wurde die Vorlage Drucksache Nr. 34/2017, erste Ergänzung Rahmenplan plus Geras neue Mitte zurückgezogen. Somit bleibt der Tagesordnungspunkt 2 der nicht der öffentlichen Sitzung unbesetzt. Mit E-Mail vom 22. August 2018 sowie vor Sitzungsbeginn in Schriftform erhielten Sie die Austauschvorlage 75/2015, dritte Ergänzung Hundesteuersatzung der Stadt Gera, hier zweite Änderungssatzung, relevant für Tagesordnungspunkt 7. Sehr geehrte Damen und Herren, der Oberbürgermeister möchte Ihnen zu Beginn jeder Stadtratssitzung jeweils aktuelle Informationen zur Kenntnis geben. Es ist vorgesehen, diesen Tagesordnungspunkt regelmäßig als Top 1 jeder Stadtratssitzung zu behandeln. Da dieser Tagesordnungspunkt nicht Gegenstand des Ladungsschreibens für die heutige Stadtratssitzung war, wird beantragt, den Tagesordnungspunkt 0, Informationen des Oberbürgermeisters, formal auf die Tagesordnung zu setzen, damit der Oberbürgermeister diese Informationen vortragen und Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stadtratsmitglieder, gegebenenfalls sich selbstverständlich zu Wort melden können bzw. Nachfragen stellen können. Es handelt sich hier um einen Geschäftsordnungsantrag und ich frage daher, gibt es, meine Damen und Herren, Widerspruch zu diesem Geschäftsordnungsantrag? Ich sehe Herr Stadtratsmitglied, CDU-Fraktionsvorsitzenden Dannenberg, bitte. Die Tagesordnung wird auf jeder Stadtratssitzung entsprechend beschlossen und der Tagesordnungspunkt wird zukünftig, gehe ich davon aus, immer als Punkt 1 eingereicht und wir entscheiden dann jeweils über die Tagesordnung. Also es wird über diesen Geschäftsordnungsantrag um Abstimmung gebeten. Dann frage ich jetzt, welche Stadtratsmitglieder möchten diesem Geschäftsordnungsantrag für heute unter Punkt 0? Bitte? Ja, Herr Dannenberg hat gesprochen und hat beantragt, dass wir abstimmen. Insofern, das verstehe ich, dass Sie mich schlecht hören, aber Herrn Dannenberg schlecht verstehen können. Herr Dannenberg hat um Abstimmung gebeten und deshalb stimmen wir jetzt darüber ab, Herr Weber. Ja?
Ja, unsere Akustik ist bekanntermaßen nicht die beste, das ist hier halt so. Gibt es noch Unklarheiten? Ja, wir stimmen jetzt erstmal ab. Diesen Geschäftsordnungsantrag, den ich ja gestellt hatte, wer diesen Geschäftsordnungsantrag heute unter Punkt 0 Informationen des Oberbürgermeisters zu hören zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Ich erkenne dazu Mehrheit und somit ist das in die Tagesordnung aufgenommen. Jetzt frage ich Sie, gibt es weiteren Änderungsbedarf zur vorliegenden Tagesordnung? Stadtratsmitglied Herr Weber, Bündnis 90 Die Grünen, hat das Wort. Herr Vorsitzender, ich beantrage eine Ergänzung, eine Änderung der Tagesordnung. Konkret beantrage ich die Wiederaufnahme der Vorlage Drucksache Nummer 34 aus 2017, erste Ergänzung, als Vorlage auf den Tagesordnungspunkt 2. Sie heißt Rahmenplan Plus Geras Neue Mitte. Sie erlauben, dass ich in aller Kürze diesen Antrag kurz begründe. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stadtverwaltung hatte dem Stadtrat den Rahmenplan Plus Geras Neue Mitte aus guten Gründen zur Beschlussfassung vorgelegt. Wir haben die großartige Möglichkeit, demnächst IBA-Projektstatus zu erhalten. Dazu müssen wir aber einen Rahmenplan beschließen, und das können wir heute mit gutem Gewissen tun. Die Vorlage der Stadtverwaltung ist nicht mit heißer Nadel gestrickt. Sie ist das Ergebnis intensiver und, wie ich finde, gelungener Arbeit vieler Expertinnen und Experten. Sie ist das Ergebnis einer umfassenden Bürgerbeteiligung und wägt die Aspekte ab, die für die Gestaltung des Zentrums der Stadt relevant sind. Natürlich kann und muss man über manche Details noch sprechen. Das soll und wird auch geschehen, aber nicht jetzt. Für die weiteren Diskussionen ist die folgende Erarbeitung der Bebauungspläne das geeignete Instrument. Und ich erinnere daran, dass das Gesetz die Stadt selbstverständlich im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zu einer erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit verpflichtet. Heute geht es lediglich um den Beschluss eines Rahmenplans. Nachdem wir uns seit Jahren mit der Entwicklung der Innenstadt beschäftigen, erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht, dass wir endlich auch formale Grundlagen zur Entwicklung dieser Fläche schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Wahl. Wollen wir die unselige Tradition unserer Vorgängerinnen und Vorgänger fortsetzen und als weiterer Stadtrat der Verhinderung in die Annalen der Stadt eingehen? Oder wollen wir heute für einen Rahmenplan stimmen, der gelungen ist und die Basis für die folgenden Gespräche und Diskussionen zur Gestaltung der Details sein wird? Wollen wir IBA-Projektstatus und Fördergelder sicherstellen oder wollen wir all das in Frage stellen und riskieren, nur damit wir, ohne dass das jetzt schon relevant wäre, in aller Ruhe darüber diskutieren können, wo ein Urinal entstehen soll? Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns Gera entwickeln, lassen Sie uns Gera voranbringen und lassen Sie uns diesen wichtigen Schritt auf dem Weg heute gehen. Lassen Sie uns ein positives Signal an die IBA setzen. Lassen Sie uns über die genannte Vorlage diskutieren und beschließen. Dafür werbe ich. Vielen Dank. Ja, ich muss, vielen Dank, Herr Weber. Ich muss Sie jetzt, wir haben das neulich schon mal geübt, wenn Sie sich erinnern, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Lage ist jetzt so, vor allen Dingen auch für Herrn Weber, ich hoffe, Sie hören mich einigermaßen gut. Wenn wir jetzt nach Abstimmung beschließen würden, diese Vorlage wieder auf die Tagesordnung zu heben, dann ist es so, wir können dann das diskutieren, weil die Vorlage ist ja von der Verwaltung zurückgezogen, wir könnten aber keinen Beschluss treffen. Wenn wir einen Beschluss treffen wollen, falls wir das wieder auf die Tagesordnung aufnehmen, ich wollte das vorhin noch kurz sagen, waren Sie im Gespräch, dann brauchten wir zu diesem Antrag, also zu dieser Vorlage, die Unterschrift, dass sie hier neu durch den Stadtrat oder ein Stadtratsmitglied eingebracht wird. Also das müssten wir dann gegebenenfalls noch leisten. Ich glaube aber, wir könnten erst in der Sache abstimmen. Und falls es dann so ist, können Sie immer noch den weiteren Antrag stellen. So, Stadtratsmitglied Herr Fritsche hat sich zu Wort gemeldet. SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Weber, Sie sind ja mit mir Mitglied des Bauausschusses. Der hat ja die Vorlage zuletzt beraten und hat vertagt, mehrheitlich beschlossen. Und die Gründe dafür wären Ihnen bekannt, wenn Sie zu der Sitzung anwesend gewesen wären. Leider waren Sie das nicht und das finde ich eben schade, dass Sie dann an der Stelle hier so einen Antrag stellen. Ich möchte dagegen sprechen. Sie sprechen dagegen, das wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt die Möglichkeit einer Gegenrede. Ja, und damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag. Ne? Nee, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Weber, der hat die Fürrede gehalten. Da gibt es eine Gegenrede dazu, die ist eben von Herrn Fritsche gehalten worden. Und jetzt, Sie haben eine Frage, das ist eine andere Sache. Gut, die Frage können Sie gerne stellen. Was sind die Gründe, weshalb der Oberbürgermeister die Vorlage von der Tagesordnung genommen hat? Er hat sie nicht begründet. Ich glaube, er muss es auch nicht, aber es wäre schön, wenn wir das wüssten. Und die zweite Frage ist, wir wissen alle, dass am 10. September die Deadline für das IBA-Projekt ist. Unsere nächste Stadtratssitzung ist am 20. September. Wie will der Oberbürgermeister sicherstellen, dass es noch zu dem Stadtratsbeschluss vor dem 10. September kommt? So, das ist eine Frage an den Oberbürgermeister. Möchte der noch mehr Fragen dazu? Dann können wir die sammeln. Kollege Dannenberg. Ja, ich würde darum bitten, weil mir ist auch keine sachliche Begründung bekannt, warum der Oberbürgermeister heute die Vorlage für sich aus dem Geschäftsgang zurückgezogen hat. Und deswegen würde ich darum bitten, wenn die Abstimmung jetzt über den Geschäftsordnungsantrag gelaufen ist, ob der Oberbürgermeister seine Entscheidung der Zurückziehung überdenkt. Dann können wir uns nämlich das Restprozedere sparen. Dann ist es nämlich wieder Ihre Vorlage. Dann kann heute drüber beraten und beschlossen werden, egal wie der Stadtrat entscheidet. Und ich bin der Meinung, wir sollten hier beraten und sollten auch über die Vorlage befinden. So, jetzt habe ich allerdings Frau Puttig so verstanden, dass sie gerne vor der Abstimmung wissen möchte, warum die Vorlage zurückgezogen ist. Das ist eine Anfrage an den Oberbürgermeister. Ich kann nur fragen, ob er da jetzt dazu Stellung nehmen möchte. Das ist Ihre Entscheidung. Ja. Also Sie können, aber Sie müssen wissen, ob Sie es machen wollen. Dann haben Sie das Wort. Ja, die Intention von Frau Puttig war vorm Abstimmen, das ist, glaube ich, auch dann angebracht. Ja, meine sehr geehrten Damen, liebe Mitglieder des Stadtrats, die Frage, die gestellt war, warum der Antrag zur Beschlussfassung, Sie sehen es mir auch bitte nach wie vor in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren nach, wenn ich im Wording nicht immer korrekt bin, ich bitte dann das Protokoll, das richtige Wort dazu zu nehmen, wenn ich da nicht fein in den richtigen Regularien bin. Ich gehe davon aus, wir sind alle erwachsen, Sie sind lange genug dabei, Sie wissen im Zweifelsfall, was ich meine. Also warum ist aus der Tagesordnung der Punkt der Beschlussfassung nicht mehr aufgenommen worden, Frau Puttig, Ihre Frage, um die zu beantworten. Ganz einfach, weil ich mit der Information über die Entscheidung des Bauausschusses das Votum erhalten habe, was nicht heißt, dass ich persönlich nicht hinter der Sache stehe, sondern im Gegenteil, meine persönliche Auffassung ist, und da bin ich deckungsgleich übrigens mit Herrn Weber von der Fraktion, nein, keine Fraktion von den Bündnis 90, die Grünen. Inhaltlich stehe ich hinter dem Projekt, weil aus meiner Sicht einerseits schon lange darüber diskutiert wurde, schon nicht nur ein Jahr, sondern eine lange Zeit. Es handelt sich andererseits um einen Rahmenplan und für mich eines der wesentlichen Momente ist, nicht zu entscheiden, dass wir entweder oder, dass wir das eine gegen das andere entscheiden, weil die ein oder andere Stimme war ja, wenn wir die neue Mitte vorantreiben, geht das zulasten der Sorge Jochen-Steinweg. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil davon. Und wir haben heute oder hätten die Chance gehabt, über den Rahmen abzustimmen und nur darum geht es. Und es handelt sich aus meiner Sicht um eine schrittweise Entwicklung eines Areals und nicht um eine Komplettbebauung innerhalb von 2 Jahren. Ich danke dem Herrn Oberbürgermeister. Dann kommen wir zunächst mal zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von Eugen Weber. Ja, Sie, dann müssen Sie bitte mal wiederholen, wobei ich sage, wir sind in einer Geschäftsordnungsdebatte.
hatte gefragt, wie der Oberbürgermeister sicherstellen will, wenn die Deadline für das IBA-Projekt der 10. September ist, wenn wir die nächste Stadtratssitzung erst am 20. September haben, dass wir noch rechtzeitig das beschließen, um IBA-Projekt zu werden. Herr Oberbürgermeister hat das Wort. Um ein bisschen Zeit auch für den heutigen Abend zu sparen, bleibe ich jetzt dann sitzen. Ganz einfach, indem Sie den Worten, die Herr Weber gefunden hat, wir heute eine Lösung finden, heute darüber zu diskutieren und dann darüber abzustimmen. So, jetzt gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. In der Geschäftsordnungsdebatte geht das aber eigentlich nicht. Tut mir leid, Kollege Reinhardt, aber wir müssen jetzt über den Antrag von Herrn Weber abstimmen. Sei denn, Sie wollen mir zum Beispiel zurufen, dass Sie eine Auszeit wünschen. Ja, Stadträte können das wissen, wie man das macht. Eine Auszeit würde ich natürlich als Vorsitzender bei so einer Frage nie wieder sprechen. Und dann machen wir eine Auszeit von drei Minuten. Ich sage von fünf Minuten. 18.20 Uhr setzen wir fort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, entsprechend des Votums, wie immer das auch ausfällt, haben wir eine gangbare Lösung, ohne noch in ganz große zeitliche Differenzen zu kommen. Deshalb, und weil natürlich Geschäftsordnungsanträge vorgehen, ich will sagen, wenn es Fragen zur Sachlichkeit gibt, soll man die immer zulassen, aber wir haben eine Fürrede und eine Gegenrede gehört. Und jetzt geht es erstmal darum, wer ist der Auffassung, dass der Geschäftsordnungsantrag von Stadtratsmitglied Eugen Weber, den Tagesordnungspunkt 2 mit der entsprechenden Vorlage sozusagen wieder aufzunehmen, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. So, der Sicherheit halber zählen wir das aus. Dann rufe ich die Gegenstimmen dazu auf. 13. So, gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Geschäftsordnungsantrag mit 19 Ja-Stimmen bei 13 Nein-Stimmen angenommen. Und ich würde jetzt das Wort Herrn Oberbürgermeister vorne ab. Also, wenn das jetzt so ist, dass es mehrheitlich, dann ist es jetzt auf der Tagesordnung und dann ziehe ich den Rückzug meiner Unterschrift dementsprechend zurück, dass wir dann die Formalien nicht benötigen, die sonst noch erforderlich wären. Damit ist dann die Vorlage wieder auf der Tagesordnung. Wir haben das mehrheitlich beschlossen und die anderen formalen Voraussetzungen sind durch die entsprechende Mitteilung des Oberbürgermeisters geschaffen, dass die Vorlage heute beraten und auch abgestimmt werden kann. So, dann frage ich nochmal, gibt es weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung? Da wir heute zwei Änderungen hatten, stimmen wir dann diesmal über die jetzt in den beiden Punkten geänderte Tagesordnung nochmal ab. Wer hier zustimmt, bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön, meine Damen und Herren, das ist die Mehrheit. Damit kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 0, Informationen des Oberbürgermeisters. Herr von Arp, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates oder beziehungsweise Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Beigeordnete, werte Ortsteilbürgermeister und natürlich auch liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und Gäste. Das ist ungewöhnlich, wir hatten es auch gesehen, ne? Es war eine
kurzfristige auch Änderungen meinerseits, dass ich gesagt habe, Informationen des Oberbürgermeisters, zum einen natürlich für Sie als Mitglieder des Stadtrates, zum anderen natürlich auch für die anwesenden Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, ist es schon gut und richtig, wenn ich zu Beginn der Stadtratssitzung das ein oder andere Thema, was sich in der Vergangenheit der letzten Wochen verändert hat, ein Thema oder wichtige Informationen, die ich Ihnen grundsätzlicher Natur allen zusammen nicht vorenthalten möchte, in der Art und Weise in heute vielleicht 3 Minuten mehr, aber zukünftig in einer kurzen Art und Weise mit auf den Weg geben möchte. Vernunft und Veränderung, das ist der Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dieses Jahr gewählt haben. Und heute ist jetzt für mich die erste offizielle Stadtratssitzung außer der Amtseinführung, um zusammen mit Ihnen die Geschicke Geras in die Hände zu nehmen, und die Diskussion der letzten Minuten zeigt für mich eindrücklich, dass es in der Tat darum geht, die Geschicke in die Hand zu nehmen und Entscheidungen zu treffen. Vielleicht viele Dinge, die in den letzten 3 Jahrzehnten in unserer Stadt passiert sind, waren unabwendbar, und wir sollten uns in dem Zusammenhang auch bitte immer bewusst sein, das war nicht nur bei uns so, dass die Situation schwierig ist oder war, sondern es gab viele andere Städte und Gemeinden in unserer Republik, denen es ähnlich ging. Aber mit Blick auf diese Tatsache der zum Teil schmerzlichen Erfahrung, die wir als Stadt Gera gemacht haben, sehe ich das für uns heute auch am 23. August 2018 auch als Chance für die Zukunft. Wir wissen, dass wir mit großen Herausforderungen umgehen können. Das haben wir in dem ein oder anderen Teil unserer Geschichte der letzten 20, 30 oder auch der letzten vielen 100 Jahre unserer Stadt gezeigt, dass wir damit umgehen könnten. Und insofern ist es aus meiner Sicht wichtig und richtig, nicht der Vergangenheit nachzutrauern, sondern die Situation anzunehmen, wie sie heute ist, und nach vorne zu schauen. Lassen Sie uns unsere Zukunft selber gestalten. Ich möchte weg aus dieser Opferhaltung, immer in die Richtung anderer zu zeigen und zu sagen, die könnten mehr oder der könnte mehr und warum helfen uns die nicht, sondern ich möchte mit Ihnen gemeinsam agieren und gemeinsam handeln. Und wenn wir das tun und Entscheidungen treffen, die Stadt nach vorne zu bringen und dann auf diesem Weg die Unterstützung weiterer unserer Landesregierung oder der Bundesregierung brauchen, dann, glaube ich, ist es angemessen, sich auch dort zu melden und die Stimme laut gemeinsam zu erheben. Und Grundlage dafür, für Sie, für das Treffen von guten Entscheidungen, ist aus meiner Sicht ein wichtiges Momentum, die Qualität, die Sie an Zuarbeiten erhalten, insbesondere aus der Verwaltung. Und nur wenn Sie gute qualitative Zuarbeit in Form und Sinne dieser Vorlagen, die Sie erhalten, zur Entscheidung bekommen, glaube ich, können Sie auch Ihrer Verantwortung dementsprechend gerecht werden. Und entscheiden heißt auch, und das sehen wir gerade am heutigen Beispiel, dass man im Zweifelsfall nicht immer vertagen muss, sondern man trifft auch mal Entscheidungen und hat dann aber auch die Möglichkeit, Entscheidungen im Laufe der Zeit, wenn man sieht, wie sich gegebenenfalls Rahmenbedingungen verändern, die auch entsprechend anzupassen. Entscheidungen, die ich getroffen habe in den wenigen Wochen, wo ich jetzt in der Verwaltung bin, das waren wenige, aber sehr bewusst gewählte, über die ich Sie noch mal heute auch in der Form offiziell in Kenntnis setzen möchte. Und zwar, ich habe den Dezernatsbereich Finanzen eingliedern lassen in den Dezernatsbereich unseres Bürgermeisters, Herrn Dannenberg. Und das war von mir übrigens eine sehr bewusste Entscheidung. Ich möchte es an der Stelle noch einmal auch sagen und betonen, weil viele dann sagen, ach, der von Arp, der ist ja aus der Finanzwelt, der kennt sich gut mit Zahlen aus. Das ist grundsätzlich korrekt, aber seien Sie sich versichert, die Entscheidung, die Finanzen unserem Bürgermeister zu übertragen, war sehr bewusst und wohl überlegt. Und zwar aus folgenden Gründen. Aufgrund der Organisationsstruktur, die wir bis zum 30.06. in diesem Bereich hatten, hatten wir die Situation, dass wir mit 3 Beigeordneten gearbeitet haben, die jeweils einen Dezernatsbereich hatten, und eine Dezernentin. Das war im Umgang aus meiner Sicht und in der Entscheidungsfindung und in der Durchsetzung der ein oder anderen Entscheidung nicht einfach. Und ich glaube, den Weg, den Bereich Finanzen direkt an einen
Dezernenten und gleichzeitig Beigeordneten zu geben, ist wichtig und richtig. Und ich habe an der Stelle, und ich spreche jetzt auch langsam, damit es alle auch genau hören, vollstes Vertrauen in Herrn Bürgermeister Dannenberg, gleichwohl er vielleicht keine Finanzausbildung hat, aber ich habe ein großes, großes Vertrauen in ihn, und die Zusammenarbeit der letzten Wochen mit ihm rechtfertigt das bis jetzt auch schon, dass er es schaffen wird für Sie mit mir, und die Tatsache, dass er den Bereich leitet, heißt nicht, dass ich mich aus der Gesamtverantwortung zurückziehe, aber dass er einen wichtigen Beitrag leisten wird, dass das, was ich in den Debatten der vergangenen Monate immer wieder gehört habe, wann erhalten wir einen beschlussfähigen Haushalt oder einen Haushalt zur Diskussion, dass ich das mit ihm und dass wir das für Sie schaffen werden, einen Haushalt für 2019 in der Art und Güte aufzustellen, dass er a. in der Fristigkeit früher bei Ihnen landen wird und b. in der Güte, dass wir ein hohes Zutrauen haben, dass wir ihn so aufstellen können, dass er so mit Ihnen abgestimmt sein wird, dass wir auch eine Zustimmung des Landesverwaltungsamtes bekommen werden. Eine wichtige weitere Entscheidung, die ich noch getroffen habe, die zweite, war mit dem Weggang des Fachdienstleiters Kunst, Kultur, Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, dass ich die Nachbesetzung nur der Stelle der Pressesprecherin / des Pressesprechers veranlasst habe. Der geflissentliche Leser dieser Ausschreibung erkennt, ich habe nicht quasi den, so wie er originär bestand, Fachdienst ausgeschrieben, sondern einzig und allein den Bereich Presse / Öffentlichkeitsarbeit. Sie können daraus auch ablesen, was das für die Zukunft für den bestehenden Fachdienst bedeutet. Sie werden sehen, dass wir perspektivisch in den nächsten Wochen und Monaten den Bereich so aufstellen, dass Kunst und Kultur wieder einen eigenen Bereich darstellen werden. Ob das dann Kind Referat, Dezernat, wie auch immer heißt, ob die Funktion Kulturdirektor, Direktorin, Kulturamtsleiter, das sehen Sie mir nach, aber das werden wir dann sehen, wie wir das organisatorisch verpacken. Aber das Thema Kunst und Kultur wird perspektivisch ein eigener Punkt sein. Das waren zwei wesentliche aus meiner Sicht Änderungen und Entscheidungen, die ich getroffen habe. Es werden noch weitere folgen, aber da auch gleich der Hinweis an die Vertreter der Presse, wovon ich ausgehe, dass die in den nächsten 20 bis 30 Tagen auf mich zukommen werden und fragen, wie sieht es aus mit den ersten 100 Tagen, was hast du da schon geleistet und geschafft. An der Stelle möchte ich auch klar sagen, dass es, glaube ich, nicht der Anspruch ist, viele, viele kleine Entscheidungen zu treffen, ohne vielleicht auch die Tragweite derer abschätzen zu können, sie so zu treffen. Dementsprechend werde ich schon noch in meiner Amtszeit, das sei Ihnen versichert, genug Entscheidungen treffen, sofern sie Sache der laufenden Verwaltung sind. Und ansonsten werde ich Sie, liebe Mitglieder des Stadtrates, zügig und früh in der Regel versuchen einzubinden, dass wir die Entscheidungen, die gemeinsam zu treffen sind, auch gemeinsam treffen können. Ich habe eine große Bitte. 2019 steht vor der Tür, und für Gera und auch für unser Land, für Thüringen, wird es ein großes Wahljahr. Und man merkt schon, dass beim einen oder anderen vielleicht es zu Veränderungen heute schon gekommen ist, dass es zu Veränderungen kommen wird. Und ich bitte Sie, liebe Mitglieder des Stadtrates, nochmals, und ich habe es schon einmal getan zu meiner Amtseinführung, lassen Sie bitte den Rathaussaal bitte nicht zur Wahlkampfarena werden, sondern machen Sie gerne viel Wahlkampf und herzlichen Wahlkampf jeden Tag und überall, aber hier dieses Gremium, der Stadtrat, der soll dazu dienen, inklusive der Ausschüsse, sich über Sachthemen auseinanderzusetzen, die Meinungen da gegeneinander abzugrenzen, um dann Entscheidungen zu treffen, weil die Zeit, die wir monatlich gemeinsam hier verbringen, die ist relativ knapp, und die sollten wir bitte nutzen zum Wohle unserer Bürger. Dabei ist mir wohl bewusst, dass wir nicht immer alle einer Meinung sein können. Und das ist auch gut so, das ist einer der Eckpfeiler unserer Demokratie und die Diskussionen, das ist wichtig, dass wir die führen, aber, und da auch meine große Bitte, führen Sie sie immer mit Respekt. Ja,
Denken Sie auch daran, wenn wir heute über Themen entscheiden, dass die Zeiten, in denen wir heute im Jahr 2018 entscheiden, vielleicht nicht mehr genau die gleichen sind wie noch im Jahr 2014, als die letzte Wahl auf kommunaler Ebene war. Und bitte berücksichtigen Sie, dass diese Meinungsverschiebungen auch in der politischen Landschaft völlig normal und legitim sind. Und das ist das, was aber auch Ihre Wählerinnen und Wähler von Ihnen und genauso auch von mir in den nächsten Jahren erwarten werden. Ich möchte Ihnen versichern, ich möchte zukünftig meinen Teil hier in diesem Gremium dafür leisten, als Chef der Verwaltung, dass wir daran arbeiten, dass wir die von Ihnen an uns erteilten Arbeitsaufträge, also die Arbeitsaufträge, die von Ihnen als Stadtrat an uns gehen, dass wir die konsequent, möglichst immer auch termingetreu und auch vollständig umsetzen. Das ist mein Anspruch, weil ich sehe das aus meiner Sicht als wesentliche Voraussetzung, dass Sie, wenn Sie spüren und erleben, dass die Verwaltung so arbeitet, auch guten Gewissens über die Vorlagen, die wir einbringen werden, auch inhaltlich gut entscheiden können. So, zum Schluss möchte ich Ihnen noch zwei, drei Punkte mit auf den Weg geben, im Sinne, was dürfen Sie von mir in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Den einen Punkt, den hatte ich Ihnen schon genannt, und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Momentum, was für Sie, aber auch für die Verwaltung und für unsere gesamte Stadt wichtig ist. Wir werden sehr intensiv daran arbeiten, einen Haushalt für 19 und auch die Folgejahre aufzustellen, die einerseits zuerst von Ihnen und andererseits natürlich dann auch vom Land entsprechend bewilligt werden, sodass wir zügig dann auch in die Umsetzung gehen können und nicht wie derzeit 8 Monate warten müssen, ja, und noch weitere Wochen gegebenenfalls auch, bis wir Investitionen tätigen können. Dementsprechend hat natürlich Gültigkeit das, was Sie mitbeschieden haben, was das Thema Schulbau angeht. Es ist auch für mich persönlich ein wichtiges Momentum, dass wir da das, was bereits beschlossen ist, umsetzen. Und wenn ich mir den Investitionsstau in den Schulen anschaue, gerne noch viel, viel mehr. Daran werde ich auch mitarbeiten. Aber das eine ist ja das Geld ausgeben und das andere ist ja das Geld einnehmen, damit wir die Ausgaben bestreiten können. Wir werden mit Hochdruck bei uns in der Verwaltung daran arbeiten, das Thema Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung nach vorne zu treiben. Da ist es mein Ziel, möglichst schnell das Stadtmarketingkonzept aufbauend auf dem bestehenden ISEC 2030, unserem integrierten Stadtentwicklungskonzept, so zu bauen, dass Sie es kennen und guten Gewissens mit verabschieden können, damit wir endlich auch in der Außendarstellung unsere Stadt besser nach vorne bringen können. Dazu gehört mit der Wirtschaftsförderung, dazu gehört unter anderem eine Anpassung des Flächennutzungsplanes, dass wir mehr Gewerbe haben. Und übrigens, meine persönliche Auffassung ist, wenn wir Flächen in unserer Stadt haben, ist es natürlich schön, wenn die in städtischem Eigentum sind und wir sie zu Gewerbe machen, aber wenn sie auch schon in Privatbesitz sind, ist es für mich kein Hinderungsgrund, demjenigen zu sagen, aus deiner Fläche wird kein Gewerbe oder aus deiner Fläche wird kein Baugrundstück, sondern es geht darum, unsere Stadt weiterzuentwickeln. In diesem Sinne, mein Anspruch ist es, in den nächsten Monaten Ihnen die Vorlagen so zu liefern, dass Sie gute Diskussionen auf Basis dessen führen können und gute Entscheidungen darauf treffen können. Ich habe übrigens meiner Verwaltung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar den Auftrag erteilt, nutzen Sie die Ermessensspielräume, die in der Verwaltung vorhanden sind, zum Wohle der Bürger. Nutzen Sie die vorhandenen Ermessensspielräume zum Wohle der Bürger. Und ich habe gleichzeitig auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung gesagt, wir sind die Mitarbeiter der Verwaltung und unsere Aufgabe ist es nicht, Politik zu machen, weil das ist Ihre Aufgabe, die Entscheidungen politisch zu treffen. Und insofern, ich möchte Sie ermuntern, nutzen Sie auch Ihre Ermessensspielräume zum Wohle unserer Stadt. Und da ist es übrigens gar nicht schlimm, wenn man einer unterschiedlichen Fraktion angehört oder einer unterschiedlichen Partei angehört, kann man trotzdem auch mal zu einem gleichen Ergebnis in einer Sache kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt heute eine weiterhin gute Stadtratssitzung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Herrn Oberbürgermeister.
Gibt es Wortmeldungen oder Nachfragen zu der Rede vom Herrn Oberbürgermeister? Ja, Stadtratsmitglied Herr Pichel, bitte. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben gerade erwähnt, dass ein Stadtmarketing-Konzept in Vorbereitung ist. Also Ihre Amtsvorgängerin, die wollte uns eigentlich im Sommer eins vorlegen, was fertig ist. Und zwar sollte das außerhalb des Hauses passieren. Ist denn da jetzt gar nichts passiert oder wann können wir denn damit rechnen? Weil das sollte eigentlich dieses Jahr noch feststehen oder beschlossen werden seitens des Stadtrates. Danke. Die Verwaltung ist von mir beauftragt, Herr Pichel, so zu arbeiten, dass in 2018, sofern nötig, darüber auch beschlossen werden kann, ja. Danke, Herrn Oberbürgermeister. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen und damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 0 unserer heutigen Sitzung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Dort geht es um Genehmigung von Niederschriften. Ich rufe zunächst auf Tagesordnungspunkt 1.1, Genehmigung der Niederschrift vom 14. Juni 2018. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich Sie, wer dieser Niederschrift zustimmt. Den bitte ich um das Kartenzeichen. Ich danke Ihnen. Das ist mit Mehrheit so beschlossen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1.2, Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung vom 5. Juli 2018. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Niederschrift zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, das ist mit Mehrheit so beschlossen. Dann kommen wir jetzt zum wieder aufgesetzten Tagesordnungspunkt 2, Vorlage Drucksache Nummer 34 aus 2017, erste Ergänzung, Rahmenplan plus Geras neue Mitte. Der Hauptausschuss hat die Vorlage verwiesen, der Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften sowie der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung haben die Vorlage jemals zweimal beraten und vertagt. Die Vorlage begründet die Beigeordnete und Dezernentin für Bau und Umwelt, Frau Baumgartner. Zunächst möchte ich Ihnen einfach mal sagen, dass ich mich freue, dass der Tagesordnungspunkt heute wieder auf der Tagesordnung ist, weil das ja zeigt, wie wichtig der Punkt den Stadträten ist und die auch die Zustimmung gegeben haben, dass der Punkt wieder auf die Tagesordnung kommt. Ich denke, alle Stadträte sind hinlänglich in den Planungsprozess involviert. Ich möchte aber trotzdem noch mal so ein paar Stationen Revue passieren lassen. Wir haben ursprünglich mal drei Lösungsvarianten gehabt, wo sich die Variante C durchgesetzt hat und die Verwaltung den Auftrag bekommen hat, diese Variante C noch mal zu überarbeiten. Wir haben das Ganze dann Synthesevariante genannt. Mit dieser Synthesevariante sind wir wieder in die Fachausschüsse gegangen, haben die diskutiert und bevor dann die Ausstellung Kuck an 2 nochmal anberaumt wurde, wurde diese nochmal mit diesen Anregungen überarbeitet. Es wurde nochmal mehr Grün in den Plan eingearbeitet, der Baukörper gegenüber dem Kuck wurde nochmal verkleinert, das Haus am Brühl wurde etwas verkleinert, es gibt mehr Grünflächen und auch mehr Freiflächen. Das kann man ja nicht immer voneinander trennen, weil Freiflächen haben ja genauso eine Aufenthaltsqualität wie richtige Grünfläche, wie Wiese oder Baum. Dann wurde die Vogelinsel noch mit aufgenommen, um diese Aufenthaltsqualität am Museumsplatz noch zu steigern. Und wir haben insgesamt hier Freiflächen von 6.700 Quadratmetern. Also das ist ein gutes mittleres Fußballfeld, das man hier auch für Freiflächennutzung zur Verfügung haben. Wir haben versucht, die städtebaulichen Raumkanten in diesem Gebiet festzusetzen und auch hier eine städtebauliche Qualität zu entwickeln, gerade um den Platz am Kuck, dass der städtebaulich wieder gefasst wird. Und wenn man von der Heinrichstraße über die Kreuzung geht, die Bachgasse raum, dass hier wieder eine urbane Zonierung stattfindet. Ein erster Schritt wurde schon realisiert aus diesem ganzen Grünbereich, das ist der Lesegarten. Der eine oder andere hat ihn bestimmt auch schon bemerkt, vielleicht ist der eine oder andere auch schon dort gesessen. Das ist jetzt mal der erste Schritt. Ich denke, mehrere kleine Schritte werden auch noch folgen.
Es ist ein gutes Mix von Wohnen, Gewerbe, Freiflächen und Fußgängerfreundlichkeit, an der wir auf alle Fälle arbeiten wollen und in der Rahmenplanung bzw. in der B-Planung das Ganze noch konkretisieren wollen. Rahmenplan heißt, hier wird nur ein Rahmen gesteckt. Die originären Spielregeln für Nutzungen, für Kubaturen, für bestimmte energetische Gesichtspunkte, die werden dann erst im Bebauungsplan festgelegt. Also das ist praktisch dieses Grobraster, wo sich die Stadt ranhangeln will, und im Bebauungsplan wird es dann auch so festgelegt, dass man sich gesetzlich daran halten kann, beziehungsweise dass man dem Investor mit einer bestimmten Planungsreife dann auch Spielregeln mit an die Hand geben kann, was die Stadt hier auf dieser Fläche haben will und was sie nicht haben will. Ich möchte mich an dieser Stelle, weil es ja doch jetzt irgendwo ein Kapitel sich schließt, mich bei allen bedanken, die bis jetzt bei diesem Prozess mitgewirkt haben. Vor allem allen unseren Bürgern in dieser Stadt, die sich mit Meinungen, Meinungsbekundungen hier mit eingebracht haben. Die Stadträte, die Verwaltung, die Vereine und Verbände hier, insbesondere ja für Gera, der unser Kooperationspartner ist und die auch in den Arbeitsgruppen arbeiten, die Leute, die IBA, der Fachbeirat, der ja am 24. September entscheiden wird, ob er vom IBA-Kandidatenstatus in den IBA-Projektstatus wandern. Und ich bitte Sie, der Beschlussvorlage, dem Rahmenplan plus steht hier für erweiterte Bürgerbeteiligung zuzustimmen, vor allem den Leitlinien, das Verhältnis von Bau- und Grünflächen des Rahmenplan plus soll im Wesentlichen weiterverfolgt werden. Die Baufelder nördlich und westlich des neuen Platzes vor dem KUK sind als baufachliche Raumkanten mindestens in der Dimension des Rahmenplans notwendig und sollen durch entsprechende Festsetzungen im B-Plan gesichert werden. Und der nördliche Abschnitt der Vogelinsel soll städtebaulich gefasst werden und die Funktionsbeziehung Heinrichstraße-Markt aufwerten. Ich bitte Sie herzlichst um Ihre Zustimmung. Dankeschön. Ich danke Frau Baumgartner. Wir kommen zur Aussprache. Das Wort hat zunächst Stadtratsmitglied Herr Reinhardt, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera, die heute schon in der Tagesordnung, in der Geschäftsordnungsdebatte einen Tohuwabohu erleben mussten zu der Thematik, was machen wir mit unserer tollen Innenstadt? Wir, die Fraktion Die Linke, sind im Grunde genommen davon heute ausgegangen, dass der Tagesordnungspunkt heruntergenommen wird und auch so bleibt, sodass ich, und ich bin auch kein Experte im Innenstadtbereich und Bau, natürlich keine Rede vorbereitet habe, aber versuchen werde, Ihnen das politische Dilemma, in dem wir uns zumindest gefühlt stecken, als Stadträte, als politische Vertreterinnen und Vertreter, etwas aufzuarbeiten. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Fraktion Die Linke selbstverständlich dankbar dafür sind, dass ein Verein wie Ja für Gera an solchen Projekten, die beteiligt und sagt, hey, wir kriegen hier IBA-Ausbaumittel, wir können hier einen Förderantrag stellen, wir kriegen Gelder, um eben unsere Innenstadt mit einem Neuanfang bebauen zu können. Das begrüßen wir. Ja, wir als Fraktion Die Linke wollen sogar gestalten und mitmachen. Und weil wir das als Fraktion Die Linke eben wollen, das ist unser politischer Anspruch, haben wir uns zum Beispiel den Mitarbeiter Herrn Leidl eingeladen in die Fraktion und mit ihm besprochen, welche breite Bürgerbeteiligung es gab, welche inhaltlichen Schwerpunkte wir bei diesem Eckpunktepapier sehen und was wir gern verändert haben wollen. Natürlich haben wir als Fraktion dazu eine Meinung. Und natürlich haben auch andere Leute dazu eine Meinung. Und natürlich hat auch die Verwaltung nach vieler Abwägung dazu eine Meinung. Das ist richtig und wünschenswert. Für uns ist die Problematik aktuell, dass in dem jetzt festgelegten Eckpunktepapier inhaltliche Schwerpunkte drin sind, die wir nicht teilen. Wir wollen die anders gestaltet haben. Wir haben Sorge, dass wenn diese Eckpunkte heute so festgelegt werden und die Stadt sich an diesen Inhalten langhangeln möchte, sie eben in eine Richtung hangelt, die wir nicht gut finden. Und wenn man in eine Richtung hangelt, die man nicht gut findet, dann muss man entweder zurückhangeln, da vergeht einem meistens die Kraft und das Projekt stirbt,
oder man lässt los, fällt runter, das ist auch nicht so schick, oder man hangelt weiter und ist dann aber da, wo man gar nicht hin wollte. Also wir wollen gerne hangeln, aber in eine andere Richtung. Und jetzt will ich Ihnen ganz kurz nur benennen, welche inhaltlichen Schwerpunkte wir gern verändert hätten oder wo wir ein Problem mit haben. Beispielsweise in dem aktuellen Eckpunktepapier, in diesem Rahmenplan, sind Vorschläge drin, die nicht dazu führen, dass Jochenplatz und Sorge mehr ins Zentrum gerückt werden. Unser Anspruch als Linke ist es also, dass wir die Innenstadt verbinden. Zum Beispiel von der Heinrichstraße über den Kuckvorplatz bis hin zum Jochen, Humboldtstraße, Sorge. Das ist unser Anspruch. Das wollen wir gestalten. Aber im aktuellen Rahmeneckpunktepapier wird das nicht stattfinden. So zumindest unsere Auffassung. Ein weiterer Punkt ist, und das ist unheimlich erfreulich gewesen, eine breite Bürgerbeteiligung. Also Menschen hier in dieser Stadt gehen dorthin und sagen, hey, wir wollen mitgestalten, das finden wir super. Und wir als Linke haben den Anspruch, dass eben diese breite Bürgerbeteiligung mehr Gewicht in diesem Eckpunktepapier hat. Unserer Auffassung nach wurde das nicht genügend berücksichtigt. Deswegen wollen wir, dass es berücksichtigt wird. Ein weiterer Punkt. Wir als die Fraktion Die Linke wünschen uns, dass der Innenstadtbereich grün wird. Natürlich wollen wir nicht so eine Grünfläche wie im Hochwiesenpark. Ja, wir wollen aber auch nicht, und so ist diese überarbeitete Version gerade, grün auf den Dächern der Häuser, die dort stehen. Grün auf den Dächern der Häuser, die dort stehen, haben wir. Galeria Kaufhof. Wenn man da hochguckt, sieht dort 3-4 Bäume. Für mich ist dort keine Steigerung meiner Wohlfühlatmosphäre, wenn ich nach oben gucke und auf dem Dach sind Bäume. Ich möchte gerne Bäume verwurzelt haben im Boden. Hätte gerne grüne Fläche, wo man sich aufhalten kann. Weiterer Punkt. Für uns ist das Verkehrskonzept oder dieser Leitplan, der dort entstehen muss oder was dort eben entstehen soll an Verkehrsführungen, nicht so klar, dass wir sagen, wir finden das gut. Wir haben den Anspruch als eine Fraktion Die Linke, die Leben gestalten möchte, dass der Innenstadtbereich verkehrsberuhigt wird. Das bedeutet für uns also, wir wollen, dass dort Fahrradwege entstehen. Wir wollen dort, dass die Straßenbahn langfahren kann. Wir wollen aber nicht, dass man dort mit Tempo 70 durchbrettert. Ja, und das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt, den wollen wir anders verlagert haben. Und da sehen wir aktuell noch keine ausreichende Gestaltung in diesem Bereich. Sie sehen, ich muss ja auch meinen handgeschriebenen Zettel lesen. Es ist, wie gesagt, auch ein bisschen spontan. Grün habe ich gemacht, Zentrum habe ich gemacht, Bebauung. Das sollte eigentlich erst mal reichen. Es gibt natürlich auch Dinge, die positiv sind. Also positiv ist, dass hier etwas entwickelt werden soll. Das wollen wir auch. Deswegen tun wir uns, jetzt komme ich nochmal zu diesem politischen Dilemma, in dem sich meine Fraktion befindet. Wir wollen gerne, dass dort Entwicklung stattfindet. Und wenn uns diese sogenannten Experten sagen, dass es einen Einsendeschluss gibt, wenn man den nicht einhält, kriegt man die Gelder nicht, dann vertrauen wir darauf. Jetzt habe ich aber heute noch gar nicht klar gehört, ob das tatsächlich so ist. Also meine Fraktion würde unter dem Zwang, dass unbedingt die Mittel eingereicht werden müssen bis zum 10. September, natürlich zustimmen in dem Inhalt, ja, wir wollen eine Entwicklung. Was wir aber nicht wollen, ist, dass wenn sozusagen der Zeitplan länger ist, dann würden wir gerne noch mehr darüber sprechen wollen. Und dass politische Akteure darüber sprechen wollen, haben Sie gesehen, dass im Bau- und auch im Wirtschaftsausschuss war es, glaube ich, drin, eben keine Vertagung, keine einheitliche Meinung stattgefunden hat. Das haben Sie gesehen, dass unser neu gewählter Oberbürgermeister, Herr Vornab, das zur Kenntnis genommen hat, gesagt, okay, scheinbar ist das nicht ausdiskutiert, ich nehme es zurück. Ja? Und das habe ich nicht verstanden als einen Akt von, wir machen das Ding jetzt dicht und verweigern uns. Ganz im Gegenteil, ich habe das als einen Akt gesehen von, wir nehmen es zurück, wir sprechen drüber, uns dann nochmal gemeinsam gut entwickeln zu können. Und so wollen wir unsere Meinung als Fraktion Die Linke auch verstanden wissen. Und jetzt beende ich meinen spontanen Redebeitrag, indem ich Ihnen sage, meine Fraktion wird heute gemischt abstimmen. Gemischt abstimmen, weil meine Fraktionsmitglieder sich in dem politischen Dilemma, was ich versucht habe, Ihnen aufzuzeigen, befinden. Es gibt also keinen Fraktionszwang, wo jetzt einer vorne steht wie ich und sagt, wir müssen heute alle zustimmen oder wir stimmen dagegen, weil wir eine Enthaltung. Wir werden heute gemischt darüber abstimmen, weil jeder eine fundierte Meinung dazu hat. Herzlich willkommen in einem Land, wo Demokratie gelebt werden kann. Ich danke Herrn Reinwort. Das Wort hat das Stadtratsmitglied Frau Putisch, Liberale Allianz. Also der Herr Reinhardt ist nicht der Einzige, der heute schnell noch was aufgeschrieben hat. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen im Stadtrat, verehrte Gäste. 4 Jahre, meine Damen und Herren, 4 Jahre Arbeit.
Arbeit der Stadtverwaltung, Arbeit der Initiativgruppen, Arbeit der IBA, Arbeit des Vereins Ja für Gera, aber auch Arbeit der Bürger, die sich eingebracht haben, sind in diese Vorlage eingeflossen. Eine Vorlage, die den Rahmen abstecken soll, als Arbeitsgrundlage, wirklich als Arbeitsgrundlage für die weitere Bearbeitung der städtebaulichen Planungsschritte. Und Herr Weber hat es erwähnt, im Rahmen dieser städtebaulichen Planungsschritte wird es wieder Beteiligungen geben. Im Rahmen der bisherigen Beteiligungen hat sich das Verhältnis Bau zu Grünflächen zugunsten der Grünflächen verschoben. Ein wichtiger Punkt für die Bürger. Wichtige Punkte sind aber auch, dass sich die Entwicklung auf der IBA-Fläche in die zukünftige Entwicklung der gesamten Innenstadt einfügt. Wichtig ist aber auch, dass wir bei der Entwicklung von hochwertigem Wohnraum in der Innenstadt die Randgebiete wie Lusan und Biblach nicht vergessen. Hier sei nochmal an das fehlende Entwicklungskonzept Wohnen erinnert. Und um endlich nach Jahrzehnten Freifläche, unsere Filetfläche in der Innenstadt, nach 4 Jahren IBA-Kandidat, noch in diesem Jahr IBA-Projekt zu werden, braucht es heute diesen Beschluss zur Vorlage 34/2017 erste Ergänzung. Es braucht diesen Beschluss, dass sich in der Innenstadt Dienstleister, vielleicht eine Forschungseinrichtung und Handwerksbetriebe ansiedeln können. Die Fraktion Liberale Allianz wird der Vorlage mehrheitlich zustimmen und ich bitte Sie inständig, meine Damen und Herren Stadtratskollegen, bringen wir es heute endlich auf den Weg. Ich danke Frau Budisch. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Herr Geißler, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollege Stadträder. Eins vorweg, die CDU verschließt sich dem Projekt nicht. Das IBAN ist eine gute Geschichte. Wir brauchen diese Entwicklung in der Innenstadt. Wir hatten im Vorfeld mehrmals mit den Herrn Leidl Gespräche gehabt, haben auch da unsere Standpunkte nochmal dargelegt. Sie sind teilweise mit übernommen worden, andere sind vernachlässigt worden. Vernachlässigt zum Beispiel. Wir haben immer darauf hingewiesen, das KUK liegt uns schwer am Herzen. Das KUK muss mit eingebunden werden. Das ist erstmal Fakt. Das finden wir zu wenig Beachtung. Des Weiteren hatten wir auch in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass das IBA-Projekt sehr klein gedacht ist. Es gibt, und das hatten wir auch mit thematisiert, von Seiten des Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel von der CDU, nochmal den Hinweis, dass es im Koalitionsvertrag eine Maßnahme gibt, die diese Weiterentwicklung der Städtebauförderung mitbringt. Das wurde von der Stadtverwaltung ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ganz sachlich, es gibt keine Projekte in Gera. Und wenn ich mir die Sorge anschaue an den Schochern, die von Herrn Reinhardt schon angesprochen worden ist, denke ich, es gibt sie schon. Und wir sollten also den gesamten Innenstadtkern betrachten. Wichtig ist auch nochmal, das war auch einer unserer wichtigsten Punkte, die wir nochmal mit angesprochen haben, der zweite große Eigentümer dieser Fläche, der englische Investor, der GWB Elstertal, hat es jetzt eigentlich in seiner Stellungnahme ganz treffend auf den Punkt gebracht, dass er das begrüßt, positiv auch sieht, allerdings diese kleinteilige Parzellierung und auch die öffentlichen Wege und Erschließungsflächen, die Baukosten natürlich enorm in die Höhe treiben. Und es ist auch wichtig, und das müssen wir auch nochmal darauf hinweisen, dass Investoren wollen natürlich investieren, die wollen aber auch Geld mitnehmen. Die wollen also irgendwo eine Rendite erzielen. Und wenn die Baukosten zu hoch sind, haben wir zwar einen schönen Plan, aber mehr nicht. Und Investoren bleiben aus. Und das muss uns gelingen, dass wir das in Einklang bringen. Zu guter Letzt, wir werden also für diese Vorlage stimmen, wir erwarten, dass das Baudezernat die Hinweise der Fraktionen aufnimmt und in den weiteren Vorgang mit einfließen lässt. Können wir damit leben? Frau Baumgartner, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herrn Geißler. Jetzt hat das Wort Stadtratsmitglied Dr. Post, Bürgerschaft Gera. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, werte Stadtratskollegen, liebe Gäste,
Mich freut es natürlich enorm, dass wir das heute noch so hingekriegt haben, um den Zeitplan einigermaßen einhalten zu können. Wir haben bestimmte Leute schon sehr irritiert durch unsere Zurückhaltung. Ich möchte dennoch mal in Erinnerung rufen, was das für ein Prozess war. Wir reden immer von 4 Jahren IBA. Wir reden aber nicht davon, dass wir schon 10 Jahre über die Innenstadtgestaltung reden. Wir haben es ISEC. Vielleicht sollte der eine oder andere mal reinsehen. Auch da haben wir darüber gesprochen. Und jetzt sage ich, wir hatten so viele hochmotivierte und gute Leute, die Stadtentwicklung und Planer sind hier in Gera. Also ich habe von den Stadträten relativ wenige gesehen, die sich mal diese Vorträge angehört haben, um dann auch gewisse Fragen, wie gestalte ich grün, wie mache ich das in der Breitscheidstraße, wie kriege ich hier einen Zug wieder rein, dass das nicht wie ein freier Platz ist. Aber ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das wurden alles, das haben alles Leute gesagt, die das mal studiert haben, die davon Ahnung haben und die nicht nur eine Stadt im Bereich gestaltet haben. Seit 4 Jahren, wie gesagt, Frau Buttig hat es vorhin noch mal gesagt, sind wir IBAN. Ich selbst war mit der Frau Baumgartner vor 3 Jahren in Bratislava, habe mir die ganzen Projekte in Wien und in Bratislava ansehen können, die da gefördert worden sind. Wir reden ja hier nicht um Peanuts. Ich war mit dabei, wo es um die Vergabe ging, an das Berliner Büro, die das jetzt so vorbereitet haben, wie es vorbereitet ist. Wir haben die vielen Vorschläge mit eingebracht und Herr Haushold, das ist richtig, der WSA hat in der Juni-Sitzung 2018 das Thema nochmal vertagt, mit dem Hinweis, dass wir die 2 Monate Sommerpause doch bitte dazu nutzen, um für die Sitzung im August eine Entscheidung treffen zu können. Aber manche haben bis dahin noch keine Entscheidungsmöglichkeit gehabt. Und aus dem Grunde hatte ich in der letzten Sitzung daran erinnert, und das will ich auch hier nochmal deutlich sagen, im Juni 2017 hat der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung dem vorgelegten Projekt zu 100% zugestimmt. Also die Wandlung ist erst wieder eingetreten nach 17, also ein Jahr haben wir wieder eine Wandlung gehabt. Also man sollte sich mal an seine Beschlüsse, die wir gefasst haben, erinnern, vielleicht sogar mal das Protokoll lesen. Und das war parteiübergreifend. Also jeder konnte da seine Meinung äußern und jeder hat in dem Zusammenhang mit Ja gestimmt. Ich kann genauso wie meine Vorredner eigentlich nur daran appellieren, hier jetzt endlich, wie wir so schön sagen, den Sack zuzumachen. Ich möchte trotzdem noch einen Vergleich bringen. Also wenn ein Unternehmer 10 Jahre braucht, eine Investition umzusetzen und sich dann noch nicht schlüssig ist, ob er sie macht oder nicht macht, dann ist er vom Markt verschwunden. Und wenn wir nicht vom Markt verschwinden wollen, sondern wenn wir unsere Innenstadt gestalten wollen, sollten wir unbedingt heute die Entscheidung so treffen, dass es ein positives Zeichen für Gera ist. Danke. Ich danke Herrn Dr. Borst. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Frau Hofmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ortsteilräte, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Gäste. Wir wollen das auch nicht verhindern, um es mal ganz deutlich zu sagen, aber wir haben einfach noch ein paar Fragen. Und wir haben deshalb auch extra einen Termin vereinbart mit Frau Baumgartner und Herrn Deidel. Der ist aus Gründen, die bei uns lagen, nicht zustande gekommen. Deshalb haben wir jetzt, auch gerade weil dem WSA da etwas drüber geredet wurde, dass es eben noch Fragen gibt und deshalb auch die Verlegung, Vertagung dieses Themas noch einmal vorangetrieben werden sollte. Deshalb haben wir uns auch zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss erkundigt, ob das denn jetzt wirklich schädlich wäre, wenn wir das erst im September beschließen. Also Frau Baumgartner hat eine Möglichkeit gefunden und hat uns das auch so mitgeteilt, dass es also nicht schlimm wäre, wenn wir erst die Fragen klären, wie zum Beispiel die Verkehrsregelung in der Breitscheidstraße, ja, so wie der Rahmenplan, der liegt uns eben auch nicht seit 10 Jahren vor, sondern der liegt uns jetzt seit einiger Zeit vor. Und gerade was diese Frage angeht, da haben wir einfach noch Klärungsbedarf. Und deshalb haben wir gesagt, wir können das jetzt eigentlich noch nicht entscheiden. Ich bin ja sehr dankbar dafür, dass selbstverständlich die Stadtverwaltung bereit ist, mit uns diesen Fragen nochmal durchzugehen.
Und dieses, wie gesagt, die jetzige konkrete Planung liegt uns nicht seit 10 Jahren vor, sie liegt uns auch nicht seit 4 Jahren vor, sondern wir haben ganz konkrete Fragen zu diesem Themenkomplex. Hinzu kommt, dass eben 2 Ausschüsse gesagt haben, okay, nochmal die nochmalige Vertagung, weil es ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Wir müssen eine wichtige Entscheidung treffen. Und es ist uns jetzt ein bisschen schwer gemacht worden, diese wichtige Entscheidung sachgerecht auch zu treffen. Ganz einfach, weil das jetzt heute wieder auf die Tagesordnung gezogen wurde, obwohl 2 Ausschüsse gesagt haben, okay, wir müssen das eben noch einmal vertagen. So schwer es uns auch fällt, aber das ist einfach eine wichtige Entscheidung. Ich möchte das definitiv nicht verhindern, aber ich finde es einfach schade, dass da 2 Ausschüsse eben etwas unbeachtet geblieben sind. Deshalb, das ist ein wenig schade. So, also wie gesagt, ich habe es auch schon gegenüber, Frau Eigenrauch hat ja schon mehrfach gefragt, auch hat ja rumtelefoniert und hat eben alle gefragt, alle Fraktionen. Ich habe es mitgeteilt, wir wollen nicht verhindern. Wir wissen, dass auf diesem Gelände tatsächlich was passieren muss, und zwar auch zügig. Aber, wie gesagt, der Teufel steckt da tatsächlich im Detail. Es gibt einfach ganz konkrete Fragen zu dem, wie es jetzt vorliegt, zu dem Rahmenplan, wie er jetzt vorliegt. Und die müssen vorher geklärt werden, bevor man darüber eine sinnvolle Entscheidung treffen kann. Das möchte ich einfach nur noch mal zu bedenken geben. Weil, wie gesagt, die Verkehrsregelung, Breitscheidstraße ist schon ein sehr wichtiges Thema. Sie wissen es selber, Sie fahren ja durch Gera. Die Verkehrsregeln sind hier nicht so ganz einfach. Ja? Also hier Verkehrsführung ist nicht ganz einfach in der Innenstadt. Das wird sicherlich nicht einfacher dadurch, dass dann noch mehr Leute dort wohnen, noch mehr Leute dort einkaufen, noch mehr Leute dort arbeiten. Das wird sicherlich alles nicht einfacher. Das muss man einfach auch mit bedenken. Und das ist leider bis jetzt noch nicht, mit uns zumindest nicht geklärt worden. Vielen Dank. Ich danke Frau Hofmann. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Herr Weber, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Dilemma der Linken können die Grünen sehr gut nachvollziehen. Wir hatten, wie so viele, auch Herrn Leidl zu Gast am Mittwoch letzter Woche im Kreisverband. Er war vielleicht 1,5 Stunden bei uns, und von den 1,5 Stunden haben wir vielleicht die Hälfte allein verbracht, um die Verkehrsführung zu diskutieren. Aber was für uns ein wesentlicher Punkt war, wir stellen fest, dass der Individualverkehr, der motorisierte Individualverkehr, vulgo Auto, dass der im Moment nicht umgeleitet wird, das ist nicht vorgesehen. Und das finden wir suboptimal. Das bedeutet aber nicht, dass das immer so bleiben muss. Das muss auch klar sein. Und umgekehrt, wenn wir Grünen sagen würden, wir stimmen nicht zu, wenn das nicht geschieht, dann ist alles vorbei. Dann können wir es vergessen. Weil, was glauben Sie, wie das schnell geschehen soll? Natürlich haben wir gefragt, gibt es Untersuchungen zu diesem Thema? Wir haben Vorschläge gemacht, wir Laien, und sagen, da kann man es nicht über die Sommerbadstraße und hintenrum durch die kalte Küche und so. Haben wir diskutiert, eine Dreiviertelstunde, ich wiederhole das. Ich will nur damit sagen, natürlich ist das uns ein wichtiges Anliegen, aber uns ist auch ganz klar gewesen, wenn wir erst erwarten, dass die Autos nicht mehr über die Breitscheidstraße fahren und wir erst dann diesem Projekt zustimmen, dann gibt es kein Projekt mehr. Das heißt, wir gehen jetzt ins Rennen mit dem Rahmenplan, und da will ich nochmal die Worte von Frau Pudig und auch von unserer Baudezernentin natürlich wiederholen. Das ist der Rahmenplan, das ist nicht der Bebauungsplan. Das heißt, wir haben hier einen Rahmen für das, was wir machen wollen. Und natürlich gilt das auch für den Verkehr. Wir wollen da eine optimale Lösung, eine Lösung, die möglich ist, aber die möglichst beruhigend wirkt. Und da hat Herr Leidl, da war er etwas im Graubereich ist er da geblieben, aber er denkt, es gibt Möglichkeiten, zumindest die Geschwindigkeit und die Häufigkeit des Verkehrs zu reduzieren. Auch damit wäre ja schon etwas gewonnen. Denn wir wollen, ich glaube, und das geht uns allen so, die Aufenthaltsqualität im Herzen unserer Stadt verbessern. Und das ist uns natürlich auch unter verkehrstechnischen Aspekten ein Anliegen.
Bei der Größe der Grünfläche sehe ich genauso. Ich muss dran denken, ich war mal in Italien im Urlaub, da gab es einen Turm und da war oben ein Baum, das war die Stadt Lucca in der Toskana. Da muss ich heute noch dran denken, weil ich denke, wer gießt den bloß und so, aber wahrscheinlich muss das gar nicht sein. Jedenfalls haben wir alle, glaube ich, die Bäume lieber da unten, wo wir sind und nicht oben auf dem Dach. Wenn wir über die Größe der Grünfläche sprechen, müssen wir aber auch verstehen, und da bitte ich Sie mal in sich zu gehen, wenn Sie an die Grünfläche dort unten denken, dann denken Sie an einen Sommernachmittag im Juni. Und Sie denken nicht am 30. November um 2 Uhr nachts. Wenn keine Blätter mehr auf den Bäumen sind, wenn der Boden gefroren oder matschig ist, weil es 0 Grad hat. Und das haben wir dann im November, im Dezember, im Januar, im Februar und im März. Und im April, mit Glück, kommen dann die ersten Blüten und Blätter wieder. Meine Damen und Herren, das muss man auch mal bedenken. Ein Park ist ein Park ist ein Park. Den haben wir nicht immer grün und mit Sonne, den haben wir auch, wenn es mal nicht so toll ist. Und der ist dann mitten in unserer Stadt. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Und jetzt, jetzt will ich Ihnen was sagen, was Sie vielleicht schockiert. Selbst der Aspekt Sicherheit ist bei uns in der Mitgliederversammlung diskutiert worden. Denn ein Park ist auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn Sie eine großflächige, in Anführungszeichen Grünfläche haben, von der wir ja gehört haben, sie ist nicht immer grün, und die ist nachts eine große Fläche mitten in der Stadt, dann können da Dinge passieren. Und da ist es günstig, wenn Sie Anwohner haben, die die Fenster öffnen, und wenn da Geschrei ist oder dergleichen, dann wählt auch einer mal die 110. Das sind Aspekte, die wird Ihnen jeder, der für die Sicherheit in einer Stadt verantwortlich ist, so bestätigen. Von daher sind wir nicht unzufrieden, wenn wir über das Verhältnis uns ausgetauscht haben zwischen Grünfläche, Wohnfläche, Gewerbefläche. Unter dem Strich wiederhole ich, wir haben einen Rahmenplan, wir halten ihn für gut vertretbar, und damit ist noch lange nicht die Entwicklung unserer Innenstadt abgeschlossen. Herr Reinhardt, wenn ich da noch mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf. Ich glaube, uns allen geht so, dass wir natürlich Interesse haben, wie entwickelt sich der Jochern, wie entwickelt sich die Sorge und wie entwickelt sich auch die Fläche von der Heinrichsbrücke in die Innenstadt. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht entwickeln, aber das ist im Moment das Projekt, und ich glaube nicht, dass dieses Projekt blockiert, da habe ich den Herrn Oberbürgermeister so verstanden, dass auch er die Ansicht vertritt. Das Projekt ist vielleicht eher ein, ich will das nicht Magnet, aber es hat eine Signalwirkung. In Geras Herzen tut sich was. Und das kann heute beginnen. Ich hoffe, dass wir die Zustimmung finden. Dankeschön. Ich danke Herrn Weber. Kommentierungen gehören ja nicht zu meinen Aufgaben, im Gegenteil. Aber ich mache mir so Gedanken, ob wir in den zukünftigen Wintern noch bis auf 0 Grad runterkommen, angesichts der Temperatur, die wir auch heute wieder haben. Ja, dann hat jetzt das Wort Stadtratsmitglied Herr Pichel. Parteilos. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen, werter Herr Oberbürgermeister, werte Dezernenten. Es wurde ja jetzt schon viel debattiert, und wie auch bereits gesagt wurde, in den letzten 4 Jahren wurde viel debattiert. Und ich finde es sogar richtig, dass debattiert wird. Und das soll es von mir aus auch bitteschön weiterhin. Denn wir haben es gerade eben gehört, es gibt noch extrem viele offene Fragen, extrem viele offene Fragen. Und weil diese offenen Fragen sind, Herr Weber, hat nämlich der Bauausschuss, und nicht nur der Bauausschuss, das Ganze vertagt. Und das finde ich gut so. Das finde ich gut so. Und jetzt kommt Frau Putisch an und sagt, ach, wir haben doch eine Deadline. Das wussten Sie nicht? Das wussten Sie vorher nicht? Dann hätten wir das doch schon viel eher bereden können. Warum kommt man jetzt an auf den letzten Drücker und sagt, wir nehmen wieder was rein auf die Tagesordnung? Dann... Ja, Frau Putisch, Sie waren doch diejenige, die ankam und gesagt hat, wir müssen heute entscheiden. Das haben Sie doch vor uns gesagt. Und ich sage jetzt, ich finde es schon ein ganz schön starkes Stück, was Ihre Fraktion da plötzlich vor sich gibt. Auf der einen Seite wird verschoben und sagen, Sie haben ein Mitglied im Bauausschuss, und auf der anderen Seite sagen Sie, heute müssen wir unbedingt entscheiden. Und das, obwohl noch genug Fragen offen sind. Genug Fragen offen sind über das gesamte Konzept. Das wissen Sie alle. Wir haben es gerade eben gehört. Wir haben es gerade eben gehört. Und ich bitte Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, überlegen Sie heute ganz genau, wie Sie entscheiden, denn ein Rahmenplan, Herr Weber, ist auch bindend. Der ist nicht bis ins Detail bindend, aber der Plan ist trotzdem bindend. Deswegen gibt es dafür die Fördermittel. Wenn wir heute falsch entscheiden, egal in welche Richtung, kann uns das in der Zukunft auf die Füße fallen. Danke. So, weitere Wortmeldungen aus der Mitte des Hauses. Kann Stadtratsmitglied Herr Dannenberg, CDU-Fraktion.
Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Einfach mal nochmal zur Geschichte, vielleicht hat das der eine oder andere nicht so verfolgt. Die internationale Bauausstellung und die Beauftragten der internationalen Bauausstellung haben eigentlich von der Stadt Gera erwartet und vom Stadtrat erwartet, dass vor der Sommerpause der Stadtrat sich zu dem Rahmenplan entscheidet. Der Stadtrat, die Fachausschüsse haben die Varianten, die von der Verwaltung vorgelegt haben, dann nochmal zusammengeführt, Anfang des Jahres weiter Varianten entwickelt. Allein dazu kam es dann zu der Verschiebung, dass wir jetzt im August sind. Und der Terminplan der IBA lag schon immer auf September. Die Erwartung lag eher bei der IBA, dass die Stadt Gera sich zum Rahmenplan vor der Sommerpause entscheidet. Also es ist nicht so, dass der Druck aufgemacht wurde von der IBA, sondern wir sind eher etwas ein Stück später. Ich habe aber am 13.8. feststellen müssen, und das ist auch anderen Kollegen aufgefallen im Bauausschuss, dass natürlich nicht alle Stellungnahmen der Fraktionen und Stadtratsmitglieder schriftlich vorlagen zu dem Rahmenplan. Und dass man sich natürlich über die Meinung auch nicht austauschen konnte. Das ist natürlich heute hier auch fest, nochmal durch den Kollegen Reinhardt auch festgestellt worden. Ich bin aber schon der Meinung, dass es, und das ist heute auch mehrmals gesagt worden, einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen dem Rahmenplan und dem B-Plan und den Abwägungen, die dann dort stattzufinden haben. Und deswegen würde ich Ihnen hier noch einen Vorschlag machen zur Beschlussfassung, einen Arbeitsauftrag an den Oberbürgermeister, der die Zuarbeiten, die Sie geleistet haben, aus Ihren Fraktionen mit aufnimmt und es Ihnen vielleicht ermöglicht, heute dem Rahmenplan zuzustimmen, wenn wir den Arbeitsauftrag an den Oberbürgermeister heute so hier beschließen. Und zwar soll der lauten, der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Stellungnahmen, die ja jetzt alle schriftlich vorliegen, der Fraktionen und Stadtratsmitglieder, da würde ich Sie jetzt auch mit aufnehmen, Herr Weber, weil Sie sich heute so engagiert hier eingebracht haben, der Stadtratsmitglieder, sind im Rahmen der Beteiligung zu den B-Plänen in der Abwägung zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Das wäre der Arbeitsauftrag an den Oberbürgermeister. Ich denke, das nimmt die Diskussion vom 13.8. auf aus dem Bauausschuss. Beim Wirtschaftsausschuss war ich nicht dabei. Wie gesagt, da lagen die Stellungnahmen noch nicht vor. Also noch einmal, sind im Rahmen der Beteiligung in den B-Plänen in der Abwägung zu berücksichtigen und einzuarbeiten, die Stellungnahmen der Fraktionen und der Stadtratsmitglieder. Das wäre mein Antrag und ich bitte Sie, sowohl dem Arbeitsauftrag zuzustimmen, als auch dann der Vorlage zuzustimmen. Dankeschön. Ich danke Herrn Dannenberg. Ich erkenne jetzt keine weiteren Wortmeldungen aus der Mitte des Hauses. Dann hat das Wort Herr Oberbürgermeister von Arp. So. Meine liebe Monika Hofmann, Frau Putig, Herr Reinhardt, Herr Geißler, Herr Weber, auch Herr Dannenberg, ganz herzlichen Dank für die Diskussion bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich will nur abschließend, und ich mache es jetzt auch nicht mehr ganz in der Intensität, weil es sind schon viele, in der Tat sehr viele gute Argumente gebracht worden, warum wir uns auf den Weg begeben sollten in der Entscheidungsfindung. Und eins habe ich auch gehört, und da möchte ich mich mal darauf konzentrieren, auf die Punkte, die vielleicht noch das Krummeln mit verursachen. Also einerseits, wir haben einen sehr lange laufenden, auch bürgereinbindenden Prozess bereits hinter uns. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin seit über anderthalb Jahren an dem Prozess beteiligt gewesen, auch in Form von Gesprächen mit Investoren zu führen. Einerseits, andererseits auch mit Bürgerinnen und Bürgern zu dem Thema schon zu sprechen. Und ich glaube, wichtig ist im Kern zwei, drei Eckpunkte. Es handelt sich um einen Rahmenplan. Das heißt, wenn zu einem Zeitpunkt X wir jetzt wissen, wir treffen heute die Entscheidung für den Rahmenplan, wird es vielleicht anderthalb Jahre dauern, bis der erste Bagger, ich sage jetzt mal symbolisch, rollen wird. Und bis der letzte Bagger das Gelände verlässt, meine sehr geehrten Damen und Herren, da wird es, ich vermute mal, mindestens 5, 7 bis zu 10 Jahre dauern, bis das Areal bebaut sein wird, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir das in 3, 4 Jahren schaffen werden, sondern
Daran wird dann auch die Besonderheit liegen, dass wir stückweise auch mit den Erfahrungen, die wir dann auf dem weiteren Weg sammeln, das auch anpassen können. Und eins kann ich Ihnen zusichern, wenn Ihnen das jetzt auch im Abstimmungsverhalten helfen wird, es wird, und dafür werde ich stehen, es wird ausreichend Grün geben, das ist Punkt eins, es wird ausreichend auch Wasser, Aufenthaltsqualität geben und es wird eine Entwicklung des Geländes stattfinden, die übrigens, und deswegen ist es ganz wichtig, dass die neue Mitte als, ich nenne es mal, Katalysatorfunktion zur Entwicklung der Sorge Tschochern-Steinweg sein wird. Es wird einhergehen mit dem Eigentümer des noch heute Elster-Forums und den Anwohnern und Eigentümern auf Sorge Tschochern-Steinweg. Wenn wir jetzt die neue Mitte starten, heißt das nicht, dass wir die Innenstadt vernachlässigen werden, sondern ich werde Wege finden, wie wir das gemeinsam hinbekommen. Und insofern ist mein Wunsch, nicht prokrastinieren, aufschieben, sondern eine Entscheidung treffen und dann mutig sein, auch wenn man ehrlich ist, in zwei Jahren man feststellt, ein Teilbereich ist noch anpassungswürdig. Wir haben Themen wie Verkehr, die wir dann mit Sicherheit auch anschauen werden. Und ich würde auch zusagen, sehr geehrter Herr Dannenberg, dass ich auch ohne diesen, wie nannte sich das, Geschäftsordnungsantrag, das Sie formuliert haben, dass wir selbstverständlich Stellungnahmen der Fraktionen und der Stadtratsmitglieder angemessen da noch einarbeiten werden. Und insofern bitte ich jetzt um eine gute Entscheidung. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Herrn Oberbürgermeister. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann haben Sie alle gehört, den Antrag vom Herrn Dannenberg. Soll ich den noch mal vortragen? Gut, kann ich, mache ich sicherheitshalber. Also, der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Stellungnahmen der Fraktionen und der Stadtratsmitglieder sind im Rahmen der Beteiligung zu den B-Plänen in der Abwägung zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Das ist der Auftrag nach Antrag von Herrn Dannenberg. Den stelle ich jetzt zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, das ist mit Mehrheit so beschlossen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Vorlage Drucksache Nr. 34 aus 2017, erste Ergänzung, Rahmenplan Plus, Geras neue Mitte. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Also wir zählen. Ja, ich rufe mal Dankeschön, das waren die Ja-Stimmen, ich rufe mal Gegenstimmen auf. Und ich rufe Stimmenthaltungen auf. Also, bei einigen Gegenstimmen ohne Stimmenthaltung ist diese Vorlage mit Mehrheit angenommen, meine Damen und Herren. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 2. Und ich komme zum Aufruf des Tagesordnungspunktes 3. Vorlage Drucksache Nr. 35 aus 2018, Jahresrechnung 2014, Feststellung. Der Hauptausschuss hat die Vorlage verwiesen. Der Rechnungsprüfungs- und Vergabeausschuss hat die Vorlage in seiner heutigen Sondersitzung beraten und einstimmig bestätigt. Ich schlage Ihnen vor, die Vorlagen der Tagesordnungspunkte 3 bis 6 gemeinsam begründen und zu beraten und anschließend die Abstimmung getrennt durchzuführen. Gibt es da Widerspruch zum Verfahren? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so, die Vorlagen begründeter Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice, Herr Dannenberg. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, gemäß § 25 Thüringer Kommunal-Doppiggesetz stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung den geprüften Jahresabschluss fest und beschließt auf der Grundlage des Schlussberichtes der Rechnungsprüfung über die Entlastung der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese die Oberbürgermeisterin in diesem Fall vertreten haben. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz öffentlich bekannt zu machen. Der festgestellte Jahresabschluss mit Anlagen und dem Schlussbericht der Jahresrechnungsprüfung ist mit den Beschlüssen über die Feststellung und Entlastung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und 2 Wochen lang öffentlich auszulegen. Über das Ergebnis im Rechnungsprüfungsvergabeausschuss haben Sie gerade erfahren. Der Fachdienst Rechnungsprüfung und Revision stellt im Ergebnis seiner Prüfung zusammenfassend für den Jahresabschluss 2014 fest,
Das Ausgehen von den in der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und der im Bericht aufgeführten Prüfungsfeststellungen der Jahresabschluss 2014 im Wesentlichen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gera vermittelt. Und weiter unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen und aufgrund der noch nicht vollständig erfolgten Korrekturen und Wertberichtungen zur Eröffnungsbilanz für das Infrastrukturvermögen und daraus resultierender fehlerhafter Ansätze in der Bilanz erteilt der Fachdienstrechnungsprüfung Revision einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Und weiter für den Jahresabschluss 2014 auf der Grundlage der vorgenommenen pflichtmäßigen Prüfung empfiehlt der Fachdienstrechnungsprüfung und Revision im Stadtrat unter Berücksichtigung der getroffenen Prüfungsfeststellungen die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Gera sowie die Entlastung der Oberbürgermeisterin sowie der Beigeordneten, soweit sie die Oberbürgermeisterin vertreten haben, gemäß § 22 Thüringer Gesetz über die kommunale DOPIG. Das Gleiche auch für 2015, Jahresabschluss 2015. Der Fachdienstrechnungsprüfung und Revision stellt zusammen dazu fest, dass ausgehend von den in der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und der im Bericht aufgeführten Prüfungsfeststellungen der Jahresabschluss 2015 im Wesentlichen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gera vermittelt. Aufgrund der im Bericht getroffenen Feststellungen und insbesondere aufgrund der aufgetretenen Softwarefehler in Verbindung mit einer im Jahr 2015 noch fehlenden Verfahrensdokumentation für das angewandte Buchführungsprogramm erteilt der Fachdienstrechnungsprüfung Revision einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Auf der Grundlage der vorgenommenen pflichtmäßigen Prüfung empfiehlt der Fachdienstrechnungsprüfung und Revision dem Stadtrat unter Berücksichtigung der getroffenen Prüfungsfeststellungen die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Gera sowie die Entlastung der Oberbürgermeisterin sowie der Beigeordneten, soweit sie die Oberbürgermeisterin vertreten haben, gemäß § 22 Thüringer Kommunaldoppelgesetz. Ich bitte um Zustimmung. Danke, Herrn Bürgermeister. Wir kommen jetzt zu Wortmeldungen zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 6. Habe ich zunächst Stadtratsmitglied Herr Klein, CDU-Fraktion. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzende, werte Kollegen, Stadträte, der Rechnungsprüfungs- und Vergabeausschuss hat in seiner heutigen Sitzung über die Jahresabschlüsse 2014, 2015 und den Gesamtabschluss beraten. Zuerst einmal möchte ich an dieser Stelle im Namen des Ausschusses, insbesondere dem Finanzdezernat, für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder der Jahresabschlüsse danken und natürlich auch dem Fachdienst Rechnungsprüfung für die Auswertung bzw. Prüfung der Jahresabschlüsse und die Erstellung der Schlussberichte. Ich möchte nicht alle Themen jetzt hier an der Stelle aufrollen im Detail, dafür sind es zu viele. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht mal einen Blick in die Schlussberichte reingeworfen haben, werden feststellen, dass es recht zahlreiche Beanstandungen im Jahr 2014 und auch im Jahr 2015 gibt. Ich möchte dennoch aber kursorisch für Sie einige Themen hier aufwerfen. Und zwar haben wir im Ausschuss heute darüber beraten, über das Thema insbesondere der Stadtwerke-Insolvenz, die also ins Jahr 2014 erheblich reingespielt hat. Wir haben dort auch darüber gesprochen, über die im Bericht vermerkte unzureichende Informations- und Berichterstattungspolitik von Seiten des damaligen Vorstandes, wie die Aufsichtsratsmitglieder ihre Kontrollfunktion ausgeübt haben, welche unzureichende Kommunikation es innerhalb des Stadtwerkeverbundes gab, Verantwortung auch der Stadtverwaltung und der Stadtspitze hinsichtlich des Beteiligungsmanagements, haben Anreize und Empfehlungen gegeben, wie das Beteiligungsmanagement verbessert werden kann. Zum Beispiel auch durch Vertragsgestaltungen, Erfolgsbeteiligungen in Geschäftsführerverträgen und so weiter. Auch wurde angesprochen, dass es zukünftig von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses wurde das initiiert, eine Investitionsplanung geben soll, wo alle einzelnen Investitionsbeschlüsse aufgelistet werden. Einzelnen Ausschussmitglieder haben insbesondere kritisiert, dass immer Investitionsbeschlüsse getroffen werden, aber dann im Grunde genommen der große ganze Überblick eigentlich an der Stelle verloren geht und man dann komischerweise irgendwann mal feststellt, dass man vielleicht sich finanziell an der Stelle übernommen hat. Auch haben wir über das Thema Entlastung gesprochen.
Insbesondere hat dort Frau Hamann im Ausschuss auf explizite Nachfrage gesagt, dass aus ihrer Sicht keine Gründe von Seiten der Rechnungsprüfung erkennbar sind, die gegen eine Entlastung stehen. Es gibt also keine strafrechtlichen Gründe. Es gab aber auch im Ausschuss entgegengesetzte Auffassungen dazu, die insbesondere eine sehr starke Verantwortlichkeit oder politische Verantwortlichkeit für die einzelnen Beanstandungen auch bei der Stadtverwaltung sehen und besonders bei der Stadtspitze und dort stärker eingefordert haben, dass die Stadtspitze die Feststellungen und Beanstandungen im, was also nicht so gut gelaufen ist, im ordnungsgemäßen Verwaltungshandeln mehr in die Verwaltung selbst auch zurückspielt. Das Stichwort Fehlermanagement. Dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es eine Feststellung gibt, die zum Beispiel sagt, dass trotz Checklisten in einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung nie Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt werden. Wir haben darüber gesprochen, dass es einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk gibt mit Auflagen. Der Bürgermeister hat gerade schon den Grund des eingeschränkten Bestätigungsvermerkes ausgeführt. Und wir haben noch viele andere Themen klein in klein besprochen, wo ich denke, dann auch nachher noch vielleicht die Möglichkeit besteht, wenn das ein oder andere Ausschussmitglied noch was dazu sagen will, nochmal hier vorne dazu Stellung zu nehmen. Im Ergebnis haben wir uns im Ausschuss aber auf folgende Entscheidungen geeinigt. Und zwar erstens empfehlen wir Ihnen, also dem Stadtrat, die Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses, nämlich die Feststellung des Zahlenwerkes, weil das Zahlenwerk ist an der Stelle auch nicht änderbar und auch nicht in seinem Kern interpretierbar. Deswegen empfehlen wir Ihnen die Feststellung des Zahlenwerkes. Bei der Entlastung hatten wir im Ausschuss eine Abstimmung, die 3-3 ausging, 3 Ja, 3 Enthaltungen. Wir haben uns dann im Ausschuss, war die Rede davon, sich darauf zu verständigen, es praktisch Ihnen anheimzustellen, wie Sie an der Stelle über die Entlastung abstimmen. Ich kann nur von meiner Stelle her sagen, ich, und das sage ich aber jetzt nicht als Ausschussvorsitzender, habe natürlich der Entlastung zugestimmt, weil aus meiner Sicht keine Gründe erkennbar sind, die Entlastung zu verweigern. Also keine guten Gründe. Kann man aber durchaus auch anders sehen, wie das, denke ich, nachher vielleicht sogar Kollegen noch darstellen werden. Dann drittens haben wir festgelegt, dass wir uns mit den einzelnen Themen, die sehr detailliert auch im Schlussbericht, in den Schlussberichten aufgelistet sind, in den nächsten kommenden Rechnungsprüfungsausschusssitzungen verständigen werden. Wir werden die einzelnen Themen, also es geht jetzt nicht darum, heute kurz den Schlussbericht gelesen, abgestimmt und dann ist das Thema durch, sondern wir werden die einzelnen Dezernate und die einzelnen Feststellungen aufgreifen und werden die in gesonderten Sitzungen nochmal behandeln und werden dann so eine Art Auflagen oder Arbeitsaufträge für den Oberbürgermeister beschließen, wenn nicht die Beanstandungen bis heute schon im Wesentlichen vielleicht abgestellt sind. Das waren unsere Empfehlungen aus dem Rechnungsprüfungs- und Vergabeausschuss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich danke Herrn Klein. Zu Wort gemeldet hat sich Stadtratsmitglied Frau Hoffmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich heißt es, was lange währt, wird endlich gut. Aber mit den Jahresrechnungen 2014 und 2015 ist viel zu viel nicht gut. Ich will hier aber nur insoweit in die Vergangenheit abschweifen, dass es uns jetzt und hier hilft, es in Zukunft einfach besser zu machen. So, zunächst 2014. Der Haushalt war nicht genehmigungsfähig, weil es der Stadt für Kreditverpflichtungen an der dauerhaften Leistungsfähigkeit fehlte und damals sie schon nicht in der Lage war, bestehende Kreditverpflichtungen aus eigener Kraft zu erfüllen. Im Prüfbericht unserer obersten Rechnungsprüferin, Frau Hamann, ist auch zu lesen, dass Gera nicht über eine geordnete Haushaltswirtschaft verfügte. Das wurde übrigens auch von der Kommunalaufsicht festgestellt. In dieser Situation, von der Kommunalaufsicht eine Genehmigung für eine Kreditaufnahme für den Erwerb der Anteile der Stadtwerke AG an der GWB Elstertal über 30,5 Millionen Euro zu erwarten, war ein wenig sehr optimistisch. Wer ein Darlehen haben will, der muss gegenüber der Bank seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen. Gera konnte das 2014 nicht und deshalb musste das Landesverwaltungsamt die Genehmigung versagen. Gera erfüllte 2014 nicht eine der drei wichtigsten Kriterien für eine Kreditaufnahme. Wer jetzt mit dem Kredit für den Rückkauf des Verkehrsbetriebes 2016 argumentieren will, beim ÖPNV handelt es sich, anders als beim Anteilskauf einer Wohnungsgesellschaft,
um eine Pflichtaufgabe, wenn die Kreditaufnahme in Höhe von 29,5 Millionen Euro nicht genehmigt worden wäre, sodass die Stadt Gera den ÖPNV selbst in die Hand nehmen konnte, hätte der Freistaat Thüringen für den Verkehrsbetrieb sorgen müssen. Das war in Erfurt nicht gewollt und hier in Gera auch sicherlich besser angesiedelt. Übrigens sehe die Lage jetzt auch etwas anders aus. Der Haushalt ist zwar immer noch nicht genehmigungsfähig, aber der neu für Finanzen zuständige Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass die erste Rate der Liquiditätshilfe in Höhe von mehr als 6 Millionen Euro pünktlich an das Land überwiesen wurde. Für die Zukunft wird uns das helfen, wegen der Zuverlässigkeit. Im Jahr 2014 war die Stadtwerke-Insolvenz das alles beherrschende Thema. Dazu steht im Schlussbericht der Rechnungsprüfung, dass die Insolvenz der Stadtwerke Gera AG unter anderem auf der außerplanmäßigen Wertberichtigung zur Kraftwerksanlage in Höhe von 19,6 Millionen Euro und damit verbundenen Ausgleich eines Jahresfehlbetrages in Höhe von 18,3 Millionen Euro bei der Energieversorgung Gera GmbH beruht. Ohne weitere Ausführungen teilt die vorherige Oberbürgermeisterin Frau Dr. Hahn in ihrer Stellungnahme mit, dass die Gründe für die Insolvenz in den Vorjahren liegen würden. Das ist schlicht falsch. Der Insolvenzantrag erfolgte wegen Zahlungsunfähigkeit am 30.06.2014 in Bezug auf den Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Stadtwerke Gera AG an die EGG GmbH in Höhe von 18,3 Millionen Euro. Überschuldung, was ein Insolvenzgrund mit Grundlage in der Vergangenheit gewesen wäre, lag nicht vor. 450 Millionen Euro Anlagevermögen gegenüber ca. 170 Millionen Euro Schulden sind da eigentlich ein deutliches Signal. Der vorherige Oberbürgermeister Dr. Vornehm hatte zuvor für die Stadt die Gewinne der Stadtwerke AG innerhalb des Querverbundes abgeschöpft, um auch für die Stadteinnahmen zu generieren bzw. dafür zu sorgen, dass Ausgaben nicht erfolgen mussten von der Stadt. Statt also nun natürlich im gesetzlich möglichen Rahmen bereits beginnend im Jahr 2013, als sich der Verlustausgleichsanspruch der EGG GmbH bereits ankündigte, Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel Stundung des Verlustausgleiches aufgrund der Wertberichtigung Kraftwerk einzuleiten, feuerte Frau Dr. Hahn lieber den Boten, nämlich den damaligen Vorstand der Stadtwerke Gera AG, Herrn Ganske, und veranlasste nur Gutachten, die übrigens dem für die Beteiligungen zuständigen Dezernenten nicht vorlagen. Das teilt sie übrigens selber mit in ihrer Stellungnahme zum Schlussbericht. Am Ende wurde die Insolvenz der Stadtwerke Gera AG jedoch endgültig und hat bereits viele, nach meiner Einschätzung, Hunderte von Millionen Euro städtisches Vermögen verschlungen, ohne dass die Stadt etwas davon gehabt hätte. Und es wird bis zum Ende des Insolvenzverfahrens auch noch das eine oder andere folgen. Trotz all dieser Mängel erteilte die Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2014 einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk und empfiehlt sogar die Entlastung der früheren Oberbürgermeisterin. Auch wenn die Jahresrechnung 2014 die chaotische Haushaltsführung durch die frühere Oberbürgermeisterin widerspiegelt, ist der Ist-Stand der Jahresrechnung sicherlich so, wie er ist, festzustellen. Das Zahlenwerk steht fest. Insofern kann und muss der Feststellung auch zugestimmt werden. Dies beabsichtigen wir als Fraktion auch zu tun. Eine Entlastung der früheren Oberbürgermeisterin für das Jahr 2014 können wir allerdings nicht zustimmen, denn dafür sind einfach zu viele Mängel erkennbar, und zwar offen. § 25 Thüringer DKG verpflichtet übrigens nicht zur Entlastung, nur für diejenigen, die da noch nicht ganz klar darüber sind. Dieser Paragraph verpflichtet den Gemeinderat, also den Stadtrat hier, lediglich die Verweigerung der Entlastung zu begründen. Das habe ich nun versucht, warum und wieso wir das so sehen, dass das eine gute Grundlage ist, die Entlastung nicht zu erteilen für 2014. Das lässt sich sogar noch weiter ausführen. Wer da Bedarf hat, dem erzähle ich da gerne auch noch mehr. Der Haushaltsplan 2015 wurde zu spät vorgelegt, so wie die Jahresrechnungen übrigens 2013, 2014, 2015 und 2016, 2017 sind übrigens auch schon überfällig. Notwendige gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattungen erfolgten im Übrigen immer mal wieder zu spät oder erst nach Erinnerung von Stadtratsmitgliedern oder seiner Ausschüsse. Herr Oberbürgermeister, ich gehe davon aus, dass sich das bei Ihnen ändert, wenn Sie die Versäumnisse der letzten Jahre aufgearbeitet haben. Es gibt viele Baustellen und auch Rom würde nicht an einem Tag gebaut. Diese Zeit sollten Sie sich nehmen und wir Ihnen geben. Also definitiv,
Wir erwarten nicht innerhalb von, auch nicht innerhalb der ersten 100 Tage, dass Sie alle Jahresrechnungen, die noch offen sind, vorgelegt haben. Das wäre auch ganz schön schwierig, denke ich. Im Jahr 2015 wurden fast 21 Millionen Euro an Hochwassermitteln des Landes offenbar nicht abgerufen. Wurden die nicht gebraucht? Oder eine Erklärung ergibt sich aus dem Prüfbericht nur in Höhe von 11,23 Millionen Euro, die auf das Jahr 2016 übertragen wurden. Auch mal was Positives. Die Finanzrechnung schloss zum 31.12.2015 mit einem Überschuss von 10,77 Millionen Euro ab. Ursprünglich vorgesehen war ein Fehlbetrag von 611.000 Euro. Damit lag hier eine Verbesserung in Höhe von 11,39 Millionen Euro vor. Dennoch konnten wegen der fehlenden dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Gera keine Investitionskredite aufgenommen werden. Insofern halte ich es nicht wirklich für eine Verbesserung, wenn Mittel, die nach dem vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan 2015 für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Infrastruktur vorgesehen waren, in Höhe von fast 20 Millionen Euro nicht verbaut wurden. Da wurde auf Verschleiß gefahren, möglicherweise zwangsläufig, aber es ist nicht gut. Die im Rechenschaftsbericht für 2015 ausgewiesene Investitionsquote von 2,08% gegenüber 8,10% im Jahr 2012 verdeutlicht dies noch einmal. Im Haushaltsjahr 2015 wurden erhebliche Ermächtigungsübertragungen für Investitionen ins Nachjahr übernommen. Damit sollte die höhere Inanspruchnahme des Kassenkredites verhindert werden, was für Investitionskredite ohnehin rechtswidrig und damit keine Alternative gewesen wäre. Auch hier für 2015 empfiehlt die Rechnungsprüferin trotz der oben genannten und weiteren Mängel die Feststellung des Ergebnisses, dem stimmen wir auch zu, weil das Zahlenwerk ist, wie es ist. Bezüglich der Entlastung bestehen einige Bedenken, nur sind die Fehler für 2015 nicht so erheblich, wie es 2014 gewesen ist, wo wir ja auch noch nicht mal den Haushalt genehmigt bekommen haben. Insofern werden wir hier der Entlastung zustimmen. Aber wie gesagt, für 2014 nicht. Feststellung beide ja, Entlastung 2014 nicht und 2015 ja. Dankeschön. Ich danke Frau Hoffmann. Das Wort hat das Stadtratsmitglied Herr Krüger, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadtratsmitglieder, liebe Gäste. Ich versuche das ganz kurz zu machen und nehme nur mal ein paar spektakuläre Fakten aus dem Prüfbericht des Fachdienstes Rechnungsprüfung Revision, weil ich der Meinung bin, das sollte uns Anlass sein, das intensiver zu beraten und auch als Aufforderung zu verstehen, hier wirklich grundhaft zu verändern. Also es ist ja schon eine ganze Menge gesagt worden, es wäre jetzt nur noch eine kleine Nachreichung. Also zunächst, ich werbe natürlich auch dafür, der Vorlage 35 und 39 zuzustimmen. Ich will nochmal die Begründung, die steht in der Vorlage drin, aber doch nochmal extra zitieren. Wenn der Jahresabschluss 2014 nicht festgestellt wird, stehen die Jahresabschlüsse der Folgejahre unter Vorbehalt und können weder veröffentlicht noch der Rechtsaufsicht vorgelegt werden. Also es ist dringend geboten, diese Vorlagen diese Jahresabschlüsse festzustellen. Etwas Allgemeines noch, also muss vorausschicken, ich bin kein Buchhalter, es ist also nicht so sehr meine Materie, es ist auch meine erste Legislatur hier im Rechnungsprüfungs- und Vergabeausschuss. Aber festzustellen ist, ich glaube auch für finanztechnische Nicht-Experten, es ist mir unvorstellbar und unverständlich, wie hier zum Teil gesetzliche Vorgaben einfach verletzt und übergangen worden sind. Das sollte in Zukunft so nicht mehr stattfinden. Nach § 19 der Thüringer Thür-KGD-Gesetz, als Gesetz über die kommunale Doppik, ist der Jahresabschluss bis 30.06. des Folgejahres aufzustellen und vor Jahresende durch den Stadtrat festzustellen, das heißt bis 31.12.2015, wir haben jetzt 2018, im Prinzip ist also der Jahresabschluss 2017 jetzt schon überfällig.
Also bis Juni hätte aufgestellt werden müssen. Wir müssten schon langsam in der Beratung sein. Ein paar Einzelheiten. Der Bericht des Fachdienstes Rechnungsprüfung enthält unter Punkt 4 einfach ein paar Bemerkungen. Muss man nur mal auf die Seite drauf gucken, da springen einem diese Begriffe ins Auge. Ja? Verspätet, nicht genehmigungsfähig, Versagung der Genehmigung, Investitionskredit gleich null. Die Planabweichung dann laut Tabelle ab Seite 18, einfach mal reinschauen, hat sicher nicht jeder so die Gelegenheit dazu gehabt, die sind katastrophal und sicher auch lehrreich. Also das ist schmerzhaft, das tut weh. So heißt es dann auch folgerichtig die Feststellung, damit wird auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Das möchte ich nicht und dafür will ich auch nicht verantwortlich sein. Erschreckend die Betrachtung zur Liquidität. Das ist einfach mal eine interessante Geschichte. Das ist sicher was für Buchhalter, aber ich wollte es trotzdem mal zum Besten geben. Es gibt also Liquiditätsstufen ersten, zweiten und dritten Grades. Ich nenne mal die Zahlen hier. Die Liquidität ersten Grades sollte bei 10-30% liegen. Wir erreichen 2014 3,9%. 2015 leichte Verbesserung mit 5%. Die Liquidität zweiten Grades sollte auf jeden Fall größer als 100% sein. Wir liegen 2014 bei knapp 19%, 2015 immerhin schon bei knapp 23%. Die Liquidität dritten Grades sollte größer als 125% sein. Wir liegen 2014 bei 22,3%, 2015 immerhin schon bei 27,8%. Also das sind Dinge, Zielvorgaben, an denen angestrengt gearbeitet werden muss. Und ich denke, das sollte auch erreicht werden können. Nochmal ein Zitat aus dem Bericht. Ich habe mich erkundigt, ob ich das überhaupt darf. Also das ist öffentliches Material. Ich zitiere jetzt nicht aus nicht öffentlichen Dingen, dass mir hier nicht jemand jetzt was vorwirft. 2014 und 2015 sind Softwareprobleme im Rechnungswesen festgestellt. Das wurde schon erwähnt. Festgestellt wurden sowie nicht nachvollziehbare Abweichungen zwischen Buchführungssystem und Jahresabschluss. Also das ist schon erschreckend. Bis hin zur fehlenden Wahrnehmung von Skondi. Hier geht es nicht um 3,50 Euro, das sind richtig dicke Beträge dann in der Summe. Noch solche Hinweise. Im Hochbau fehlt eine aktuelle Inventardokumentation sowie deren Fortschreibung. In der Stellungnahme dazu heißt es aber, wir haben eine ordnungsgemäße Inventardokumentation. Mehrere Buchungsvorgänge sind nicht nachvollziehbar und entsprechen nicht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung. Das ist eine sehr, sehr herbe Aussage. Oder im Hochbau, im Jahr 2015 sind 41% der Verträge nicht bestätigt worden. 41%, das ist einfach zu viel. 307 Zahlungsbelege mit einem Gesamtwert von ca. 250.000 Euro konnten nicht bestätigt werden. Jetzt sind vielleicht 307 Belege bei der Beleganzahl sicher ein verschwindend geringer Anteil, aber 250.000 ist wiederum eine ganze Menge. Der Fachdienst Rechnungsprüfung zeigte auf die Stellschrauben und gibt uns und der Verwaltung deutliche Ansagen, was verändert werden muss. Eine Riesenaufgabe für die Neuen, sowohl für den neuen Finanzer natürlich als auch für den Oberbürgermeister. Also das, ich finde, das kann man sich einfach nicht gefallen lassen, solche Termine, die gesetzlich vorgegeben sind, nicht einzuhalten und solche grundsätzlichen Fehler zuzulassen. Die Rechnungsprüfer weisen auch deutlich auf die Steuerungsfunktion des Stadtrates hin. Die Herstellung geordneter, gesetzeskonformer Verhältnisse geht uns alle an. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unsere Steuerungsfunktion tatsächlich wirksam wahrnehmen. Danke. Ich danke Herrn Krüger. Das Wort hat Stadtratsmitglied Herr Klein, CDU-Fraktion. Herr Krüger, danke, dass Sie die Zahlen zur Liquidität noch mal vorgelesen haben. Bloß man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich will das nicht in Abrede stellen oder will das nicht falsch interpretieren, aber man muss natürlich auch sagen, es sieht in anderen Kommunen, wenn man die als Vergleichsmaterial von der Liquiditätskennzahl herzieht, sieht es auch nicht wesentlich besser aus, zum Teil sogar noch schlimmer. Das muss man dann auch immer mal bitte daneben stellen. Aber Sie haben natürlich recht, wir sind nicht im geforderten Optimum. Frau Hoffmann, was ich noch mal sagen wollte zum Thema Stadtwerke,
Aus meiner Sicht, das habe ich Ihnen auch schon im Ausschuss gesagt, ist es zu einfach, der vorhergehenden Stadtspitze im Grunde vorzuwerfen, dass die damalige Oberbürgermeisterin die Stadtwerke im Wesentlichen praktisch, ich sage das mal so, mit verschuldet hat. Das hat aus meiner Sicht vielerlei Gründe, warum es dazu gekommen ist. Mehrere Themen haben wir heute im Stadtrat auch angesprochen. Ein Thema davon ist zum Beispiel auch, das meinte die Oberbürgermeisterin mit ihrer Stellungnahme, dass die Konstruktion der Stadtwerke aus unserer Sicht falsch ist. Die Konstruktion konnte am Ende nicht aufgehen. Sie haben davon gesprochen, dass Herr Dr. Vornehm hier eine Gewinnabschöpfung vorgenommen hat, regelmäßig, um den städtischen Haushalt zu entlasten. Das ist richtig, aber man muss auch dazu sagen, dass diese Gewinnabschöpfung dazu geführt hat, dass Unternehmen wie die IGG jegliche Form von Reinvestition über Kredite finanziert haben, was dafür sorgte, dass der Verschuldungsgrad dort wesentlich, also am Ende so hoch war, dass man im Grunde genommen dann auch mit der Gasturbine das Problem bekommen hat. Deswegen, also aus meiner Sicht ist es ein reiner Konstruktionsmangel und der Konstruktionsmangel liegt auch schon vorher. Herr Bürgermeister hat es heute im Ausschuss angesprochen, ab 2008 hat die Stadtverwaltung regelmäßig darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt innerhalb des Stadtwerkekonzerns, dass es Probleme mit der Finanzierung, mit der Finanzierungsstruktur in der Zukunft geben wird. Trotzdem hat der Vorstand aus meiner Sicht keine vernünftigen Sanierungsbestrebungen gemacht und auch nicht in die Rigide von Frau Dr. Hahn fällt die Transaktion, die Herr Hein damals als Finanzdezernent hier vorgenommen hat. Diese Summe wurde überwiesen, obwohl die Rechnungsprüfung immer wieder darauf hingewiesen hat, ohne vorherige Auflagen oder Sanierungsgutachten. Jede Bank gibt nur Geld heraus, wenn im Grunde genommen automatisch damit auch ein Sanierungsgutachten verbunden ist. Weil sonst ist es im Grunde genommen ein Fass ohne Boden. Das fällt auch nicht in die Rigide von Frau Dr. Hahn. Das hat auch der Vorgänger von Frau Dr. Hahn zu verschulden. Und dann ist das Thema aus meiner Sicht zu komplex, um im Großen und Ganzen zu sagen, da ist nur einer dran schuld. Und das wollte ich an der Stelle nur zur Klarstellung hier nochmal angesprochen haben. Herrn Klein. Frau Hofmann meldet sich noch mal zu Wort. Stadtratsmitglied SPD-Fraktion. Nur ein Satz, das habe ich noch nicht mal gesagt, dass Frau Dr. Hahn daran schuld ist, aber einfach nur die lapidare Mitteilung, dass das alles nur in den Vorjahren gelegen habe, also vor ihr, das ist wirklich zu wenig und das ist zu billig. Also man kann über vieles reden und man kann über Sanierungserforderlichkeiten reden, alles gut, aber das habe ich in meiner Rede übrigens nicht gesagt, dass Frau Dr. Hahn an allem schuld ist. Ich danke Frau Hofmann. Weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir jetzt im Einzelnen zur Abstimmung der Vorlagen. Ich rufe zunächst auf die Vorlage Nr. 35, 2018, Jahresrechnung 2014, Feststellung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Ich danke, meine Damen und Herren, das ist mit Mehrheit so beschlossen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Vorlage Drucksache Nr. 36 aus 2018, Jahresrechnung 2014, Entlastung. Der Hauptausschuss hat die Vorlage ebenfalls, das hatte ich schon vorhin verlesen, muss ich jetzt nicht machen. Also wir kommen zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ja, das zählen wir mal bitte aus. Ich danke, ich rufe Gegenstimmen auf. Danke, ich rufe Stimmenthaltungen auf. Dankeschön, die Vorlage ist mit 17 Ja bei 6 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen beschlossen. So, dann kommen wir zum Aufruf des Tagesordnungspunktes 5, Vorlage Drucksache Nr. 39. Aus 2018 Jahresrechnung 2015, Feststellung. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ich danke, meine Damen und Herren, das ist mehrheitlich so beschlossen. Und schließlich kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, Jahresrechnung 2015. Das ist die Vorlage Drucksache Nr. 40 aus 2018. Wer stimmt dem bitte zu? Danke, meine Damen und Herren, das ist mit Mehrheit so beschlossen.
Damit komme ich jetzt zum Aufruf des Tagesordnungspunktes 7, Austauschvorlage, Drucksache Nr. 75 aus 2015, dritte Ergänzung, Hundesteuersatzung der Stadt Gera, hier zweite Änderungssatzung. Der Hauptausschuss hat die Vorlage bereits am 28. Mai 2018 in die heutige Stadtratssitzung mit vorheriger Beratung im Haushalts- und Finanzausschuss verwiesen. Dieser hat die Vorlage zweimal beraten und sich im Ergebnis der zweiten Beratung am 20. August 2018 für eine Alternative ausgesprochen, die nicht Bestandteil der Vorlage war. Aus diesem Grund erhielten Sie mit E-Mail vom 22. August 2018 und vor Sitzungsbeginn in Papierform eine entsprechende Austauschvorlage. Die Vorlage begründet der Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice, Herr Dannenberg. In Gera werden derzeit etwas mehr als 4.000 Hunde besteuert. Durch die damit einhergehende Hundesteuer werden etwa 400.000 Euro der Stadtkasse als Einnahmen zugeführt. Die derzeitige Hundesteuersatzung der Stadt Gera regelt einen erhöhten Steuersatz für gefährliche Hunde und stellt neben den durch ihr Verhalten auffällig gewordenen Hunden auch auf die im bisher geltenden Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren aufgeführten Hunderassen ab. Mit der Verabschiedung des ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren verzichtet der Freistaat auf die sogenannte Rasseliste. Als gefährliche Hunde gelten nunmehr Hunde, welche durch ihr Verhalten auffällig geworden sind. Somit bedarf unsere derzeitige Hundesteuersatzung einer Anpassung an die geänderte gesetzliche Grundlage. Mit der Ihnen vorliegenden Satzung werden nunmehr nur noch die Hunde mit einem erhöhten Steuersatz besteuert, welche tatsächlich auffällig geworden sind. Während des Gesetzgebungsverfahrens zum Thüringer Tiergefahrengesetz wurde zudem oft geäußert, dass ein sogenannter Hundeführerschein bei Betrachtung des Gespanns Hundhalter ein sinnvolles Instrument zur vorbeugenden Abwehr von Gefahren sei. Dieser Ansatz, nämlich ein Sachkundenachweis des Halters, ist aus ordnungspolitischer Sicht zu unterstützen. Deshalb hat sich die Verwaltung der Empfehlung des Haushaltsfinanzausschusses angeschlossen und Ihnen eine Austauschvorlage vorgelegt. Diese beinhaltet eine Ergänzung des Paragraphen 6 um den Satz 2, welcher nun wie folgt lautet: Der Halter eines Hundes, dessen Gefährlichkeit nicht nach Paragraph 3 Absatz 2 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren festgestellt wurde und der das erfolgreiche Ablegen einer Sachkundeprüfung nach § 5 des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren nachweist, erhält eine Ermäßigung des in § 3 festgelegten Steuersatzes in Höhe von 1/12 des Jahresbetrages je Hund. Insgesamt sind in Gera derzeit noch 22 Hunde der sogenannten Rasseliste gemeldet. Durch die Satzungsänderung ergeben sich im Jahr 2018 zwar Mindereinnahmen in Höhe von etwa 8.000 Euro und für das Jahr 2019 von etwa 12.000 Euro. Derzeit zeichnen sich allerdings im laufenden Haushaltsvollzug 2018 gleichzeitig Mehreinnahmen in Höhe von ca. 10.000 Euro gegenüber den geplanten Einnahmen im Einnahmesoll ab, sodass der Haushaltsplan 2018 auch mit der vorgeschlagenen Änderung im Soll gehalten werden kann. Der zu erwartende ordnungspolitische Mehrwert lässt sich fiskalisch dagegen nicht bemessen. Ich bitte um Zustimmung. Ich danke Herrn Oberbürgermeister. Wir kommen zur Aussprache. Das Wort hat Herr Reinhardt, Fraktion Die Linke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen Stadträte, auf die Rede konnte ich mich vorbereiten, sodass Sie jetzt ein einstündiges Referat erwarten dürfen. Natürlich nur ein Scherz. Die heutige Satzung, die wir beschließen müssen, damit sie quasi Thüringer Recht entspricht, ist selbstverständlich rückwirkend bis März diesen Jahres sozusagen, tritt die dann rückwirkend in Kraft. Das macht für diese 22 Menschen, die einen Rassenhund haben, der als bisher gefährlich eingeschlagen worden sind, unheimlich Sinn, weil für diesen gefährlichen Rassehund wie bisher müssen sie 672 Euro im Jahr zahlen. Und wenn sie eben nicht so einen gefährlichen Hund haben, dann bezahlen sie 96 Euro. Es macht also tatsächlich für die Halter einen Unterschied.
Wir begrüßen, dass diese fortschrittliche Debatte geführt wird. Also in der Fachdebatte über diese Hundegeschichten, da geht es ja immer um Beißen oder ich jage wild oder ich habe irgendwie Probleme mit dem Hund, werden zwei Sachen geführt. Erstens hat man die Auffassung, dass es Hunde gibt, die einer Rasse angehören, die grundsätzlich böse sind und eben auch genetisch dazu gezüchtet werden, böse zu sein, die sogenannten Kampfhunde. Die sollen das machen, und auf der anderen Seite stehen dann die Menschen, die fachlich debattieren und sagen, nee, wir müssen schon mal jeden Hund einzeln angucken, ob der tatsächlich böse ist oder nicht, also wir müssen das am Verhalten sozusagen festmachen. Wo sich die Fachdebatte einig ist, ist, dass Hundeverhalten oftmals durch den Hundebesitzer gesteuert wird. Also sprich, entweder durch einen Menschen, der seinen Hund vernachlässigt, und deswegen wird der Hund auch um sein Hundeverhalten vernachlässigt sein, oder aber jemand, der sich sehr viel Mühe gibt in der Hundeausbildung und Erziehung, und sodass der Hund also ein sehr freundliches Wesen haben sein wird. Deswegen begrüßen wir das außerordentlich, dass die Stadtverwaltung hier so ein fortschrittliches Verfahren entwickelt hat. Und das fortschrittliche Verfahren ist nämlich, dass erstens das Gesetz angepasst wird und zweitens endlich Hundeführerscheine zum Vorteil für die Hundehalter steuerrechtlich geltend werden. Das ist sehr, sehr fortschrittlich. Also vielen Dank für diese Arbeit. Vielen Dank an, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Frau Schlag und Herrn Schwarzentrupp, die eben im Innenausschuss des Landes für diese fortschrittliche Arbeit geworben haben und das letztendlich hier auch wiederkommt. Wir bitten natürlich, und das werden wir alle machen, da um Zustimmung. Vielen Dank. Danke, Herrn Reinhardt. Das Wort hat Herr Dr. Borst, Bürgerschaft Gera. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, Stadtratskollegen und Gäste, Hundesteuersatzung, feine Sache. Vor 2 Jahren haben wir sie mal umgedreht beschlossen, nur mal in Erinnerung. Da kam die Liste nämlich auf, da haben wir das getan. Danke nochmal an Herrn Bürgermeister, dass er nochmal die Ergänzung gebracht hat, dass es um 4.000 Hunde handelt. Übrigens, das sind nicht 4.000 Halter, ne? Dass man das nur klarstellt. Es gibt manche, die haben nicht nur einen Hund. Und es müssen auch keine 22 Hundehalter sein, die die Kampfhunde haben, sondern das kann unter Umständen die Hälfte sein. Aber sei es wie es sei, wir reden hier in etwa um 10.000 Euro weniger. Und die 10.000 Euro, die es weniger sind, haben wir auch gehört, die werden in einer gewissen Form ausgeglichen. Das ist aber nicht mein Sinn, warum ich jetzt hier stehe. Deswegen will ich Sie auch gar nicht länger langweilen, aber ich möchte noch einen Hinweis geben. Mein Appell wäre im Namen der Hundebesitzer, aber noch mehr im Namen derer, die keinen Hund haben, in der Stadt, in der Innenstadt, in Parks und anderen Einrichtungen spazieren gehen und feststellen müssen, dass es dort keine Entnahmestellen für die sogenannte Hundedütschen gibt und keine Möglichkeit, dass man da was entsorgen kann. Im Gegensatz zu Gebühren, die ja immer einzusetzen sind für die Dinge, wo sie erhoben werden, ist das bei Steuern anders. Da kann man natürlich andere Löcher stopfen. Aber ich will den Hinweis zumindest loswerden, dass man an bestimmten Stellen in der Stadt Gera vielleicht die Möglichkeit nutzt, solche Punkte zu errichten, damit wir für die Ordnung und Sicherheit nicht nur davon reden, sondern auch was tun. Das sollte der Extrakt sein, und zustimmen kann ich dem Ganzen natürlich selbst auch. Danke. Ich danke Herrn Dr. Borst. Das Wort hat Stadtratsmitglied Herr Pichel. Ich mache es gleich von hier aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Bürgermeister in dem Fall, ich finde es sehr, sehr positiv, dass Sie meinen Vorschlag damals aufgegriffen haben und die entsprechende Vorlage jetzt vorgelegt haben, natürlich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Denn es hat sich jetzt erst wieder gezeigt gehabt innerhalb von Thüringen, dass Beißattacken von Hunden durchgeführt werden, die nicht auf dieser Rasseliste waren. Und um denen vorzubeugen, ist natürlich der Hundeführerschein äußerst sinnvoll. Und deswegen möchte ich Ihnen nochmal persönlich danken, dass das so eingearbeitet wurde. Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Austauschvorlage, Drucksache Nummer 75215, dritte Ergänzung, Hundesteuersatzung der Stadt Gera, hier zweite Änderungssatzung. Wer dieser zustimmt, den bitte ich bitte um das Kartenzeichen. Wir zählen aus. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung, das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig so beschlossen, meine Damen und Herren.
Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 8, Vorlage Drucksache Nr. 118 aus 2017, erste Ergänzung, Umgang mit Stadtbild oder stadtteilprägenden Gebäuden. Diese Vorlage wurde von der Fraktion Die Linke und der SPD-Fraktion mit nochmaliger vorheriger Beratung im Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften in die heutige Stadtratssitzung eingebracht. Die Vorlage war ursprünglich für die Beratung in der Stadtratssitzung am 17. Mai 2018 vorgesehen, wurde aber von der Tagesordnung zurückgezogen. In der erstmaligen Beratung im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung im Mai wurde sie nur im Punkt 1 bestätigt und im Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften in die zuständigen Arbeitsgruppen zurückverwiesen. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat die Vorlage beraten und bestätigt. Wie eingangs erwähnt, wurde Ihnen mit E-Mail vom 10. August 2018 das Austauschdeckblatt zu dieser Vorlage übersandt, wonach nunmehr neben der Fraktion Die Linke auch die SPD-Fraktion diese Vorlage einbringt. Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr und Liegenschaften hat die Vorlage in seiner Sitzung am 13. August 2018 nunmehr bestätigt. Und dann erteile ich jetzt den Einbringern, also zunächst Stadtratsmitglied Herrn Domkowski, das Wort, der da schon in den Startlöchern steht. Besten Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadtratsmitglieder, liebe Gäste. Es ist ein ziemlich umfangreiches Thema, was wir uns mit den Stadtbild- und stadtteilprägenden Gebäuden in der Stadt Gera gegeben haben. Ich möchte den aktuellen Grund dazu noch mal benennen. Damals ging es um das Färbersche Haus im weitesten Sinne. Wir haben ursprünglich beabsichtigt, dass die Stadt ein entsprechendes Konzept dafür vorlegt. Und im Folgenden gab es dazu erhebliche Widersprüche dazu. Es gab Beratungsbedarf der Fraktionen. Es fanden also 3-mal überfraktionelle Sitzungen dazu statt. Nicht immer konnten alle Fraktionen teilnehmen, aber am Ende muss auch nach unserer Auffassung mal Schluss sein mit der entsprechenden Diskussion dazu. Wir sind jetzt der Auffassung gewesen, wir bringen das zum Schluss ein und genau so in dieser Art und Weise liegt es Ihnen zur Entscheidung vor. Ich möchte aber, bevor ich überhaupt die Begründung noch mal nenne, insbesondere denen danken, die sich mit einer konstruktiven, aus ihrer Sicht sicherlich nicht ganz gelungenen, aber von unserer Seite immer sehr produktiv gemeinten Ideenfindung, insbesondere bei Frau Regel, Frau Puttig und auch Herrn Hans-Jörg Dannenberg bedanken. Sie haben zwar andere Auffassungen dazu, aber ich möchte in dieser Frage durchaus würdigen, dass ich sehr konstruktiv mit dieser Vorlage umgegangen wurde. Ich hatte bereits erwähnt, dass es natürlich so ist, dass die Stadtbild- und stadtteilprägenden Gebäude konkreten Ausdruck in der Stadt Gera selber sind. Ich habe noch mal einen entsprechenden Grundsatz dazu gelesen, und zwar handelt es sich dabei um das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Dort ist es selbst in den Leitbildern enthalten, dass historische Stadtbild gepflegt werden soll, wörtlich. Die historische Stadtsilhouette und Baustrukturen, insbesondere im Stadtzentrum und an der Achse zum Osterstein, prägen das Bild der Stadt. Stadtbild und zentraler öffentlicher Raum haben 2030 Profil und eine einprägsame Gestalt. Und ein Stückchen weiter geht es um unverwechselbare Wohngebiete mit Flair und Entwicklung. Ich möchte das hier an dieser Stelle nicht explizit und vertieft darstellen, aber wenn ich das integrierte Stadtentwicklungskonzept auf den Seiten 59 und insbesondere 97 und weitere folgende 98 sowie 114 folgende lese, dann fällt durchaus auf,
dass damals die Diskutanten und diejenigen, die das Stadtentwicklungskonzept beschlossen haben, sehr wohl an bestimmte stadtbildprägende Gebäude gedacht haben und insbesondere sich auf das Stadtzentrum bezogen haben. Für uns war es, wie gesagt, wenig verlässlich, dass bisher die Stadtverwaltung meist verspätet über bestimmte Gebäude innerhalb des Stadtzentrums entschieden hat, obwohl es dazu ein Entwicklungskonzept gibt im Innenstadt, wo das genau beschrieben ist. Ich denke, dass es wichtig ist, dass auch weiterhin das nicht nur für das Stadtzentrum gilt, sondern auch für die Stadtteile, die natürlich auch prägend in dem Sinne von Identität und Attraktivität einen entsprechenden Ausdruck finden. Ich nenne hier nur mal entsprechende Kircheneinrichtungen, die sich in Lausanne befinden, die St. Ursula oder nehmen wir mal an, die St. Petri in Donna. Das sind prägende Objekte, stadtteilprägende Objekte. Und die sollten unserer Auffassung nach in einer Liste, die von der Stadtverwaltung zunächst erstmal aufgestellt wird, dokumentiert werden. Und der Stadtrat sollte natürlich auch die Möglichkeit haben, diese zu verinnerlichen. Ja, es geht nicht allgemein nur darum, diese identitätsstiftenden Gebäude wirklich zu klassifizieren und einzuordnen, sondern auch als Grundlage für Entscheidungen der Stadtentwicklung nehmen. Deswegen der zweite Punkt richtet sich ausschließlich auf diejenigen, die letztendlich in den Prozess mit einbezogen werden sollten. Das sollten die Gremien sein, also nicht bloß der Stadtrat und seine Ausschüsse, sondern auch die Ortsteilräte, die ja wirklich als Teil der Verwaltung schon wesentlich eher möglicherweise damit konfrontiert werden und auch entsprechende Entscheidungen treffen sollten. Ich bitte Sie recht herzlich, unserer Vorlage zuzustimmen und ja, diesen Weg damit zu eröffnen, was die Entwicklung der Stadt selbst anbetrifft. Danke. Ich danke Herrn Domkowski. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Frau Regel, Liberale Allianz. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadtratsmitglieder, sehr geehrte Gäste. Anlass dieser Beschlussvorlage der Linken und der SPD ist der Verkauf des Färbischen Hauses und in diesem Zusammenhang die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch die Stadt zur Erhaltung des Museums Angewandte Kunst. In dieser Absicht und in der Absicht, zukünftig für denkmalgeschützte Gebäude bei Verkauf von Häusern der GWB Elstertal Vorkaufsrecht durch die Stadt zu prüfen und gegebenenfalls wahrzunehmen, sind Vertreter aller Fraktionen in einer Arbeitsgruppe tätig geworden. Schriftliche Stellungnahmen sowie die mündlichen Beiträge der in dieser Sache engagierten Stadtratsmitglieder unserer und anderer Fraktionen wurden in dieser Vorlage missachtet, sodass wir kein tragfähiges Ergebnis vorliegen haben. Allerdings ist die SPD im Nachhinein ohne Abstimmung mit den anderen Arbeitsgruppenmitgliedern der Vorlage der Linken gefolgt. Die Arbeitsweise war kompromisslos, weil einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde, dass, wenn im Wortlaut Stadtbild oder stadtbildprägende Gebäude und Gebäudeensembles in einer Liste aufgenommen werden sollen, dafür Bewertungskriterien Voraussetzungen sind. Wenn es keine verbindlichen Kriterien bzw. Definitionen zu diesen Begriffen Stadtbild und stadtbildprägende Gebäude gibt, dann läuft das Aufstellen einer Liste ins Leere. Dann fehlt nicht nur die Grundlage für die Arbeit der Verwaltung, auch für die angestrebte Mitwirkung von Gremien, Ausschüssen und Stadtrat an solch einer Liste steht keine Handlungsgrundlage zur Verfügung. Wir als Liberale Allianz werden hier ein verantwortungsvolles Handeln nicht nur gegenüber der Verwaltung, sondern auch gegenüber Engagierter, die ehrenamtlich für die Stadtverwaltung Geras tätig sind.
Wir als Liberales Land sehen hier ein verantwortungsvolles Handeln und für die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder. Ausschließlich das Thüringer Denkmalschutzgesetz, wie es der Name sagt, beinhaltet die Kriterien zum Schutz stadtbildprägender Gebäude mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung, die nach diesen Vorgaben dann auch zu erhalten sind. Ein erster sinnvoller Schritt für unser Stadtbild und für die Erhaltung eines stadtbildprägenden Gebäudes wäre es, eine Vorlage vorzubereiten, die die Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts durch die Stadt für das Werbische Haus zum Ziel hat und die Museumsnutzung für angewandte Kunst sichert. Dagegen ist eine Liste von stadtteilprägenden Gebäuden ohne verbindliche Kriterien der Vergleichbarkeit bestenfalls ein Papiertiger und ersetzt auch nicht die Finanzierung, die die Stadt für Erwerb und Erhaltung eines stadtbildprägenden Gebäudes zur Verfügung stellen muss. Die Liberale Allianz wird mehrheitlich dieser Vorlage nicht zustimmen. Danke. Ich danke Frau Regel. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Herr Klein, CDU-Fraktion. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, werte Kollegen Stadträte, aus unserer Sicht gibt es, ich will es kurz machen, 4 Punkte, weswegen wir der Vorlage nicht zustimmen können. Der erste Punkt ist, den hat Frau Regel auch schon angesprochen, dass der Begriff, dass die Vorlage viele relativ unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, insbesondere zum Beispiel, was ist ein stadtteilprägendes Gebäude? Sie haben keine Kriterien benannt, es wird eine Formulierung gewählt, wo dann das Wort besondere Identifikation für den Ort drinne vorkommt, wo ich ganz deutlich sagen muss, es gibt verschiedene Deutungshypothesen, was die Identifikation Geras ausmachen kann. Gera als Otto-Dix-Stadt, Gera als Sportstadt, Gera als Technikstadt, Gera als Einkaufsstadt, alles haben wir schon hier im Stadtrat debattiert und da hätte ich schon gerne einen klaren Bezugspunkt, welche Gebäude darunter fallen sollen, weil die Verwaltung, wenn sie die Liste aufstellen muss, muss ja auch, kann das ja nicht anheimgestellt sein, welche Gebäude sie dann dort reinnimmt, sondern es braucht im Grunde einen objektiven Maßstab. Das zweite Thema ist natürlich, dass wir mit einem solchen Verfahren, was ja in der Vorlage steckt, was dort initiiert werden soll, auch natürlich Handlungsrechte zukünftiger Investoren erheblich einschränken. Was meine ich mit Handlungsrechte? Das Recht auf Veräußerung und das Recht natürlich auch auf Sanierung, indem ich im Grunde genommen dort schon neben dem Denkmalschutzrecht und Günther, da muss ich sagen, Kirchen, das weiß ich leider, weil ich mal für dieses Fachgebiet innerhalb der Kirche zuständig war, Kirchen sind denkmalgeschützte Gebäude. Und da haben wir die volle Kraft des Denkmalschutzrechts und da brauchen wir eigentlich keinen zusätzlichen Schutz. Was durch dieses Verfahren bewerkstelligt wird, ist, dass man eine zweite Schutzkomponente schafft. Und da stellt sich für uns die Frage, ob das nicht zusätzlich den zukünftigen Investoren zusätzlich belastet und sie davon eher abhält, großstädtische Gebäude zu kaufen und sie natürlich auch zu sanieren. Man sollte dort lieber den Spielraum der Stadtverwaltung lassen und die Stadtverwaltung kann natürlich dann im Verhandlungs... Ja, dass das vielleicht... Moment. Kannst ja dann gleich nochmal sprechen. Der Stadtverwaltung sollte man den Spielraum belassen. Die Stadtverwaltung kann dann in den Vertragsverhandlungen konkret auf solche Intentionen, die der Vorlage zu entnehmen sind, natürlich hinwirken. Ich bin ganz nah bei dir, dass gewisse Sachen natürlich Einzelfälle auch hier im Stadtrat durchaus mal beschlossen werden können. Aber für ein generelles neues Verfahren neben dem Denkmalschutzrecht zu etablieren, halte ich für nicht sinnvoll und halte ich auch bei den, wir haben heute die Debatte um die Jahresrechnung geführt, bei den knappen Erträgen, die wir haben, ich formuliere es mal, bei den hohen Aufwendungen, die wir in vielen Bereichen haben, halte ich es für einfach kontraproduktiv, ein zusätzliches neues Verfahren, was definitiv Geld kosten wird, zu installieren. Deswegen bei Zeiten knapper Kassen sollten wir uns lieber mal darauf besinnen, uns mit der Denkmalschutzliste auseinanderzusetzen und die mal im Grunde genommen zu überarbeiten. Dann kommt als letzter Punkt noch hinzu, dass wir ernsthaft bezweifeln, dass der Stadtrat die rechtliche Kompetenz hat, eine zusätzliche Materie oder ein Genehmigungsverfahren zu schaffen, was die Rechte von Dritten einschränkt. Da bin ich ernsthafter Meinung,
dass das aus unserer Sicht geht es nicht. Aber Sie können mir bestimmt jetzt, Herr Fritsche hat schon genickt, mir das dann nochmal detaillierter erklären. Und dann hätte ich gerne noch gewusst, außer den Kirchenkünter gibt es, was stellt ihr euch noch vor, was ist noch ein stadtteilprägendes Gebäude, was nicht unter Denkmalschutzrecht steht? Danke. Ich danke Herrn Klein und das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Frau Hofmann, SPD-Fraktion. So, hierzu habe ich keine Rede vorbereitet, sondern das entnehme ich jetzt dem Schreiben, das ich Herrn Dannenberg von der CDU geschickt habe auf seine Vorwürfe, ich wäre unkollegial gewesen bezüglich meines Änderungsvorschlages bezüglich Punkt 2 dieser Beschlussvorlage. Eigentlich waren wir nämlich uns in dieser interfraktionellen Arbeitsgruppe eigentlich sehr einig, dass der Punkt 1 völlig in Ordnung ist. Und zwar so, wie er auch formuliert war, weil konkreter können Sie es nicht fassen. Für den einen ist das eine Stadtteil prägend, für das andere Stadtbild prägend. Das andere Gebäude, das kann gar nicht anders sein, weil selbstverständlich muss man jetzt nicht erwarten, dass zehntausende Bürger sagen, das Gebäude finde ich klasse oder das Haus, das Einfamilienhaus meines Nachbarn, das muss jetzt ganz dringend in diese Liste, weil wenn das verkauft werden will, möchte ich, dass der Stadtrat darüber entscheidet. Darum geht es gar nicht, sondern es soll auch nicht sofort und für jedes Gebäude hinterher eine Entscheidung stattfinden, sondern es soll ganz schlicht und ergreifend ein Informationsrecht der zuständigen Gremien daraus folgen und nichts anderes. Das ist kein Genehmigungsverfahren, sondern es ist einfach nur das Führen einer Liste. Und da gehe ich einfach auch davon aus, weil das alles andere ist unpraktikabel, dass das eine wenig bürokratische Auflistung der Gebäude ist, die Bürger dieser Stadt, die vielleicht auch Stadtverwaltungsmitarbeiter für Stadtteil oder Stadtbild prägend ansehen. Das wird nicht das kleine Gartenhäuschen des Nachbarn sein. Das wird es nicht sein, sondern es werden solche wichtigen Gebäude wie das Färbersche Haus sein. Das war nur der Anlass, weil wir monatelang nicht erfahren haben, dass ein Kaufvertrag bereits geschlossen wurde. Das haben wir monatelang nicht erfahren und da haben wir gesagt, wir müssen da was dran ändern. Das ist nicht nur mit denkmalgeschützten Gebäuden übrigens getan, deshalb es war ein guter Ansatz von Frau Regel zu sagen, reicht es nicht, die denkmalgeschützten Gebäude zu nehmen? Nein, das reicht nicht aus, weil nicht jedes Gebäude ist denkmalgeschützt. Und das Denkmalschutzrecht in Thüringen ist durchaus kompliziert. Ja? Das ist also nicht so, dass da jedes Gebäude, das eigentlich wichtig ist und vielleicht von einer größeren Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern als wichtig angesehen wird, dann auch tatsächlich unter Denkmalschutz fällt. Wir haben ein kompliziertes. Thüringen hat ein sehr kompliziertes Denkmalschutzrecht. So, diese interfraktionelle Arbeitsgruppe hatte zuletzt getagt am 23.05. Und da will ich dann auch noch mal sagen, weil da gerade auch ein Kollege von der CDU nicht dabei sein konnte. Wir haben das besprochen. Wir haben den Vorschlag von Frau Regel besprochen. Der fand aber nicht so die Zustimmung, sondern ich hatte dann angeboten, weil mein Formulierungsvorschlag, den ich da ad hoc entwickelt hatte, fand selbstverständlich keine Zustimmung, weil der zu eng gewesen wäre, dass ich nochmal unter Berücksichtigung der Anregung, die in dieser Sitzung am 23.05.2018 stattgefunden hat, dass ich das tatsächlich nochmal in einen Formulierungsvorschlag einbringe und dass ich den verschicke. Das habe ich getan an die Fraktionsgeschäftsstellen. Frau Pudig hat wahrscheinlich die Mail übersehen, das kann ja mal passieren, bei den 50, 60 oder mehr Mails, die man so am Tag bekommt. Insofern finde ich das aber trotz allem Zeigen von Größe, dass man sich dafür auch entschuldigt hat. Also ich habe nicht monatelang gewartet, bis ich das dann mal vorlege, nicht kurz vor der Hauptausschusssitzung sowas vorgelegt. Also insofern möchte ich einfach bitten, dass ich hier nicht jetzt als unkollegial hingestellt werde, weil ich das, was ich angeboten hatte,
relativ zeitnah auch erledigt habe. Wenn jetzt hier von Genehmigungsverfahren, zusätzlichen Genehmigungsverfahren gesprochen wird, dann muss ich einfach sagen, Herr Klein, das ist ein bisschen unfair, weil es tatsächlich nur um Informationen geht. Zu dem, was Sie sonst noch schreiben, dass hier Handlungsrechte eingeschränkt werden, nein, darum geht es nicht. Darum geht es in keiner Weise. Aber zum Beispiel hätte man sehr viel eher beim Färberschen Haus auch darüber reden können, selbst, ich weiß, dass die Stadt kein Geld hat, aber man hätte beim Färberschen Haus zum Beispiel sehr viel eher darüber reden können, dass ein Vorkaufsrecht zugunsten Dritter ausgeübt wird, wenn ein anderer Investor, der eben das Museum betreiben möchte, hier einsteigen möchte. Und diese Möglichkeit ist uns aber genommen worden, ganz einfach, weil wir erst Monate später nach Abschluss des Kaufvertrages darüber informiert wurden. Das war der Anlass für diesen Antrag. Und ich möchte deshalb jetzt noch einmal darum bitten, dem Antrag, so wie er jetzt ist, ja, das ist geht nur um Informationsrechte. Und man kann das unbürokratisch und relativ einfach gestalten, dass diese Liste zusammengestellt wird, ohne dass es mit viel Kosten verbunden ist. Deshalb bitte ich darum, dieser Beschlussvorlage, so wie sie ist, bitte zuzustimmen. Dankeschön. Ich danke Frau Hoffmann. Das Wort hat jetzt Stadtratsmitglied Herr Leithold, Fraktion Die Linke. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, für alle die Kollegen, die schon 2008 im Stadtrat waren, darf ich daran erinnern, dass das Stadtentwicklungsprogramm Stadtzentrum in diesem Stadtrat Mehrheit gefunden hat. Für die, die nach 2009 in den Stadtrat gekommen sind, darf ich daran erinnern, dass es 2010 eine Sanierungssatzung Stadtzentrum für die Stadt Gera gab und der Punkt 1 der Vorlage genau dem Sanierungsziel 2 in dieser Satzung entspricht. Auch diese hat Mehrheiten gefunden. Also langsam wird es ein bisschen komisch für mich. Wir greifen weder in Persönlichkeitsrechte ein, noch machen irgendwelchen Spaß. Die Stadtverwaltung schuldet uns seit 2010 die Liste der stadtbildprägenden Gebäude, Objekte, Straßen und Plätze. Sanierungsziel 2. Danke. Mann, ich danke, Kollegen. Stadtratsmitglied Leithold, und zu Wort gemeldet hat sich nochmal Stadtratsmitglied Kollege Klein. Frau Hoffmann, ich danke für Ihre Ausführungen, aber dann habe ich eine Frage, und zwar zu dem zweiten Punkt, der jetzt praktisch in der Vorlage drin ist. Da steht, soweit für die unter Ziffer 1 aufgeführten Gebäude und Gebäudeensemble ein Verkauf angezeigt bzw. ein Kaufvertrag für die Stadtverwaltung vorgelegt wird, ist der Oberbürgermeister verpflichtet, diese Vorgänge den zuständigen Vertretungsgremien zur Beratung und eventuellen Beschlussfassung vorzulegen. Wenn das nur eine Information sein soll, dann frage ich mich, wie wir hier im Grunde genommen im Stadtrat dann, warum wir da nochmal drüber beschließen sollen. Gibt es da noch eine Wortmeldung? Ja, bitte, Frau Hofmann, SPD-Fraktion. Eventuelle Beschlussfassung, weil es natürlich sein kann, dass wir zum Beispiel einen anderen Investor finden, der vielleicht mehr dem Nutzungskonzept entspricht, das wir uns vorstellen. So, nur wenn es sein muss, dass man dann darauf hinwirkt, ja, dass man dann darauf hinwirkt, dass eventuell ein Beschluss zum Beispiel zum Vorkaufsrecht zugunsten Dritter, ja, das gibt es in Sanierungsgebieten nach BauGB. Diese Möglichkeit war uns zum Beispiel beim Färberschen Haus nicht gegeben. Ich danke Frau Stadtratsmitglied Hoffmann. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt. Das ist so. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Vorlage Drucksache Nummer 118/2017, erste Ergänzung, Umgang mit Stadtbild und oder stadtteilprägenden Gebäuden. Wer dieser Vorlage zustimmt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Also wir zählen das mal aus, damit man nicht. Dankeschön. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir in der Abstimmung. Die Diskussion war vorbei. Ich rufe jetzt die Gegenstimmen zu dieser Vorlage auf.
Dankeschön. Gibt es Stimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Mit 13 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen ist die Vorlage abgelehnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine nicht öffentliche Sitzung gibt es heute nicht. Wir sehen uns voraussichtlich wieder am Donnerstag, dem 20. September 2018. Ich wünsche einen schönen weiteren Abend.